Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Gerhard Wisniewski. Guten Tag, Herr Wisniewski. Grüße, Herr Jepsen. Wir treffen uns hier heute in München. Sie sind ja hier zu Hause, aber geboren in Frankfurt. Aufgewachsen in Frankfurt, ja. Sie sind das, was man einen klassischen Journalisten nennt heute, oder auch investigativer Journalist, gerne auch mit dem Beinamen heute Verschwörungstheoretiker. Das ist natürlich alles Quatsch. Früher war das eben das, was ein Woodward oder Hirsch gemacht hat, einfach nachbohren. Da ist man heute dann relativ schnell mit diesem Begriff in Ungnade gefallen. Das war damals anders. Ich weiß nicht, wie die Leute damals bezeichnet wurden. Egal, wir treffen uns heute hier in München, um mit Ihnen über den Journalismus an sich zu reden. Der hat sich ja ein bisschen geändert. Sie sind ja seit 1959 nicht dabei, sondern haben dann nochmal, sind zur Schule gegangen, haben studiert Soziologie, Politikwissenschaften, wenn ich richtig informiert bin. Und Soziologie. Und sind aber nicht erst seit 2003 aufgefallen mit Ihrer Reportage über 9/11 am WDR, wo Sie dann erstmal in Ungnade gefallen sind. Das ging eigentlich schon viel früher los, nämlich 1992, das RAF-Phantom. Heute geben Sie jedes Jahr mindestens ein Buch aus, sehen wir hier auch auf dem Tisch, verheimlicht, vertuscht und vergessen, was 2014 nicht in der Zeitung stand. Das aktuelle Buch 2015, was ist denn so die wesentliche Geschichte in diesem Buch? Ich wollte noch ganz kurz zu diesem Begriff Verschwörungstheoretiker was sagen, weil Sie auch so auf die Vergangenheit Bezug genommen haben. Mhm. Also früher hat man für das, was ich mache, also investigativen Journalismus, als ich angefangen habe, hat man dafür Preise bekommen. Heute bekommt man dafür den Begriff Verschwörungstheoretiker. Mhm. Ja? Das heißt, der Begriff Verschwörungstheoretiker ist heute eigentlich ein Preis für einen investigativen Journalisten, der ihm sagt, hey, was du machst, ist wirklich unbequem und du kommst der Wahrheit ziemlich nahe. Deswegen verleihen wir dir sozusagen den Preis Verschwörungstheoretiker. Ja. Aber da gibt es keine Bühne dafür, ne? Man wird nicht eingeladen und kriegt diesen Verschwörungstheoretikerpreis. Nein, der wird sozusagen informell über Mainstream-Medien verliehen, man wird so bezeichnet. Mhm. Ja. Und das muss auch jeder wissen, der auf diese Weise geadelt wird. Das ist eigentlich erstmal nichts Schlimmes, sondern das ist im Gegenteil so eine Art Kompliment. Mhm. Ja. Also man weiß, dann ist man relevant. Ja, so würde ich so sehen, ja, genau. Mhm. Können Sie uns vielleicht, bevor wir auf Ihren Beruf kommen, mal Ihr Elternhaus erklären? 59 geboren, in Frankfurt groß geworden. Was war das für ein Elternhaus? Also ich rede nicht so gern öffentlich über mein Privatleben und über meinen privaten Hintergrund. Ja. Ich möchte das ein bisschen schützen, auch meine Familie, weil es gibt natürlich sehr viele Leute, die auf Anfeindungen aus sind, die Material suchen. Ja. Und da möchte ich eigentlich ungern was dazu sagen, ehrlich gesagt, so leid es mir tut. Okay, worauf ich hinaus möchte, wie sind Sie auf die Idee gekommen, in diesen Beruf zu gehen, also Journalist zu werden? Gab es da von zu Hause aus etwas, so gesagt, das war klar, dass ich das machen würde? Also gut, es war schon ein gebildetes Elternhaus, in dem sehr viel gelesen wurde und auch sehr viel nachgedacht wurde und wo man sich gerne in Bücher reingebohrt hat. Mhm. Wo sehr viel Neugier existiert hat, über Dinge nachzudenken. Und diese Neugier habe ich eigentlich übernommen. Mhm. Ja. Also zu Hause wurde gesprochen? Ja, und viel gelesen. Mhm. Und Neugier war eigentlich mein Antriebsziel. Und investigative Journalisten, das waren für mich als Jugendlicher auch so eine Art Helden. Ja. Ja. Also man hat sie, wie gesagt, damals ja auch als solche wahrgenommen. Man hat sie geehrt oder geschätzt, sage ich mal. Und das war für mich natürlich auch die ideale Verbindung. Ah, ich kann meine Neugier ausleben und sozusagen, also man kann dabei auch was werden oder was gelten. Also ein natürliches Geltungsbedürfnis hat ja jeder, also auch als Jugendlicher. Ja. Und ich bin da eigentlich ganz schön diesem Journalismus oder diesem Bild des Journalismus auf den Leim gegangen von damals, wo man uns vorgemacht hat, ja, das ist alles demokratisch, du kannst hier deine Meinung frei äußern. Als Reporter kommst du der Geschichte nach, schreibst sie vielleicht sogar mit. Du kannst sie vielleicht umschreiben, nicht um des Umschreibens willen, sondern vielleicht, weil es neue Wahrheiten zu entdecken gibt. Mhm. Ja. Und du kannst mitwirken an diesem öffentlichen Bild von Ereignissen oder geschichtlichen Ereignissen. Und du kannst gestalten und du kannst deine Meinung frei sagen, du kannst recherchieren, was du willst. Mhm. Ja. Auf dieses bin ich eigentlich reingefallen, auf dieses Journalismusbild, was damals verbreitet wurde. Und ich bin dann eben, was Sie ja vorhin angesprochen haben, das Buch Das RAF-Phantom 1992 zum ersten Mal ganz böse gelandet und in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit angekommen. Mhm. Was es wirklich bedeutet, wenn man ergebnisoffen recherchiert und immer weiter bohrt und immer weiter bohrt.
und dann den falschen Leuten die richtigen Fragen stellt. Und dann zu anderen Ergebnissen kommt. Als die offiziellen Ergebnisse. Ja, dann bekommt man zum Beispiel zum ersten Mal den Preis Verschwörungstheoretiker verliehen. Mhm. Also den man erstmal ablehnen möchte. Man wehrt sich gegen diesen Preis, den wollte man nie haben. Ja. Und bis man dann versteht, ja Moment, aber eigentlich ist das doch ein guter Preis in dieser Gesellschaft und in dieser Medienlandschaft. Da kann ich doch was mit anfangen. Das hat für mich eine Botschaft, eine positive. Mhm. Denn dann muss ich vielleicht doch mein Ziel erreicht haben, irgendwelchen Dingen nahe zu kommen oder auf den Grund zu kommen. Mhm. Lassen Sie uns vor dieses Erlebnis kommen, also vor das RAF-Phantom 1992. Sie haben ja lange auch für Zeitungen gearbeitet. Diese Arbeit ist ja eine andere, als wenn man später als Autor arbeitet, oder Sie haben ja auch viel fürs Fernsehen gearbeitet. Können Sie mal beschreiben, waren Sie so der klassische Reporter mit Staubmantel und Mikrofon? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich habe sehr, sehr viel im Wissenschaftsbereich gearbeitet, für Wissenschaftsmagazine, über alle möglichen technischen, wissenschaftlichen Themen, habe mir da auch ein sehr, sehr großes Wissen aneignen können, was ich später gut gebrauchen konnte. Und ich habe mit einem Kollegen, also Willy Brunner, sehr viele Reportagen gedreht fürs Fernsehen. Und da haben wir durchaus sehr abenteuerliche Dinge gemacht, also mit dem Heißluftballon über die Alpen gefahren. Mhm. Oder mit Gletscherfliegern auf Gletschern gelandet, so klassische Abenteuerreportage eigentlich. Ja. Wir haben auch Experten beobachtet, die Flugzeugabstürze untersuchen zum Beispiel und haben uns sehr viel mit dem Thema Fliegerei beschäftigt. Und dadurch habe ich witzigerweise auch schon so eine Art Vor-Know-how bekommen für die späteren Recherchen am 11. September. Ja. Also ich war da nicht unbeleckt. Ich kannte mich ziemlich gut aus mit Fliegerei, Untersuchung von Flugzeugabstürzen, mit Luftstraßen, wie funktioniert die Navigation am Himmel, und ja, das konnte ich dann sehr, sehr gut gebrauchen. Mhm. Aber das war ja dann am Anfang erstmal ein Beruf, der schon einem das entsprechende Abenteuer verschafft hat. Warum sind Sie nicht dabei geblieben, haben einfach fantastische Reisemagazine produziert? Ja, zwischen 1992, als ich dieses RAF-Phantom mit zwei Kollegen rausgebracht habe, wo wir erstmals eigentlich die Authentizität des Terrorismus hinterfragt haben, was ja heute dauernd im Internet passiert und auch in Büchern überall. Ja. Das war damals relativ revolutionär. Richtig, das war das allererste Mal, dass jemand der Bundesanwaltschaft nicht geglaubt hat oder dem Bundeskriminalamt. Mhm. Das war praktisch Ketzerei. Also wie das den war ein Papst. Spinner. Ja, wie, das war ungeheuerlich. Ja. Das war wie den Papst in Frage stellen. Das Bundeskriminalamt und auch die Bundesanwaltschaft haben einfach die Wahrheit verkündet, dachte man. Und die Medien haben darüber so auch berichtet, auch der Spiegel, was mich wahnsinnig empört hat. Und als ich das bemerkte, denn der Spiegel war für mich ganz lange Zeit ein Vorbild gewesen. Mhm. Ja, den habe ich also ab dem 16. Lebensjahr oder so gelesen, regelmäßig. Bis ich dann verstanden habe, also 1992, dass er im Prinzip nur Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt nachbetet. Mhm. Und das hat mich auch so ein bisschen aus meiner früheren Vorstellungswelt über den Journalismus verstoßen. Mhm. Der Spiegel war ein Kompass, so wie die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit. Ja. Der Nordpol, das war echt so. Gab es nicht vorher schon mal Zweifel? Nein. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das war das RAF-Phantom für mich ein Erweckungserlebnis. Mhm. Ich habe dann unsere Recherchen verglichen mit dem, was im Spiegel stand, und konnte das nicht mehr fassen. Mein großes Vorbild, der Spiegel, war fast eine Art journalistische Vaterfigur für mich. Mhm. Wollten Sie dahin mal? Sicher, das war mal ein Traum für jeden Journalisten, als er anfing. Ja. Heute würde ich das nicht mal mehr mit der Kneifzange anfassen, das Blatt. Ja. Also so weit ist es leider gekommen. Mhm. Ja. Können Sie was zu diesem Buch, das RAF-Phantom, sagen, zu RAF selber? Wir haben auch sehr viele junge Zuschauer, die halten RAF für die Royal Air Force. Wir sprechen von was anderem. Ja, also RAF heißt Rote Armee-Fraktion, und das war eine deutsche Terrorgruppe, die angeblich aus der 68er-Bewegung entstanden war. Also die Wurzeln gehen zurück auf 1968, die Proteste gegen die Springer-Presse, gegen den Vietnamkrieg. Und daraus hat sich eine radikale, militante Gruppe gebildet, so die öffentliche und offizielle Geschichtsschreibung, die zu den Waffen greifen wollte und den Guerillakrieg in Deutschland führen wollte, den Guerillakrieg in die deutschen Städte tragen wollte, gegen die Obrigkeit, aber auch hauptsächlich gegen das US-Imperium, das in Vietnam einen grausamen Krieg geführt hat, gegen Reisbauern, so hieß es damals, ja.
Und diese Gruppe hat sich im Prinzip an die Spitze der linken Bewegung gesetzt, was sehr interessant ist. Sie haben also im Prinzip den Eindruck vermittelt, wir schießen für euch oder wir kämpfen für euch oder wir sind bewaffnete Studenten. Ja. Also sie haben im Prinzip sich an die Spitze der Bewegung gesetzt, der damals linken Bewegung, und den Eindruck erweckt, als würden sie in deren Namen Attentate begehen, was diese linke Bewegung im Prinzip zerstört hat letztlich. Mhm. Aus meiner Sicht war das auch der Sinn der Operation. Mhm. Und da unterscheidet man drei sogenannte Generationen bei dieser Rote Armee-Fraktion. Erste, zweite und dritte. Die erste, die Gründergeneration. Die zweite, die von den Gründern praktisch selber noch mit ausgebildet wurde, in Anführungszeichen. Und die dritte war dann eher damit nicht mehr so eng verbunden, sondern hatte sich irgendwie schon abgelöst von dieser ursprünglichen Tradition. Und mit der haben wir uns dann mal befasst. Mhm. Wer ist das überhaupt? Welche Attentate haben die begangen? Haben sie die wirklich begangen? Das erste Mal überhaupt haben wir hinterfragt, wo sind denn die Beweise? Mhm. Wir waren dann auch beim Bundeskriminalamt, haben vor einem Drehtermin ein Vorbereitungsgespräch geführt und haben einfach wissen wollen, wo sind die Fingerabdrücke, wo sind die Faserspuren, wo sind die Beweise für dies, wo sind die Beweise für jenes. Können Sie sich mal auf einen Terroranschlag festlegen, damit wir wissen, über welchen Terroranschlag, welchen Terroristen Sie sprechen? Sie sprechen nicht über Baader. Nee, Baader war die sogenannte erste Generation, einer der Gründer, ja, der sogenannten Gründer. Ja. Und wir reden von Terroranschlägen wie auf Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, ja. 1989. Mit der Sprengfalle. Genau, oder Detlef Carsten Rohwedder, Chef der Treuhandanstalt, mhm. 1991 war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Gerold von Braunmühl, 1986 war ein Außenamtsdirektor, also ein hoher Diplomat unter Genscher. Und solche Leute, also Top-Persönlichkeiten, eigentlich im Wesentlichen der deutschen Wirtschaft, die alleroberste Ebene, Deutsche Bank, kann man sich vorstellen, ja. Und Treuhandanstalt war ein riesiges Milliardenunternehmen, das den gesamten öffentlichen Besitz der DDR übernommen hatte. Mhm. Ja. Und da ging es um richtig strategische Werte und wirtschaftliche Entscheidungen. Mhm. Sie wollten wissen, ob das, was offiziell verkündet wurde, was im Spiegel stand, in der Süddeutschen, der Zeit stand, nämlich wer es war, ob das tatsächlich so ist. Richtig, korrekt. Mhm. Und da sind Sie zu anderen Ergebnissen gekommen? Ja, wir haben zum Beispiel die Bekennerbriefe untersucht. Ja? Also die Bekennerbriefe, das war im Prinzip sozusagen der Ausweis, der der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, dieser Gruppe. Also das Bundeskriminalamt oder die Bundesanwaltschaft gingen her und haben diesen Zettel präsentiert. Da stand dann, war unten ein großer RAF-Stern drauf, das war deren Logo. Mit der Kalaschnikow. Und ein paar, richtig, ja. Und ein angeblich. Ja, das ist nämlich schon der erste Irrtum, was mich auch sehr überrascht hat. Jeder Linke hat natürlich gedacht und jeder Bürger auch, ja, da ist eine Kalaschnikow drauf. Ja. Klar, das ist ja eine linke revolutionäre Gruppe. Ja. Nein, es war eine Heckler und Koch MP5 da drauf, was mich schon mal gewundert hat. Warum ein Logo hat symbolische und psychologische Bedeutung? Ja. Warum nämlich ausgerechnet die Waffe, die gefürchtete Waffe des westlichen Imperialisten als mein Markenzeichen für eine linke revolutionäre Gruppe. Mhm. Das passte schon überhaupt nicht. Ja. Ja. Und also die Bekennerbriefe waren eigentlich die zentrale Spur zu dieser Gruppe. Andere Spuren gab es nicht an den Tatorten, kriminalistisch. Fingerspuren, Faserspuren und so ähnliche Dinge. Und diese Dokumente, in Anführungszeichen, haben wir dann mal abgeklopft, zum Beispiel auf die sogenannte Echtheit dieser RAF-Sterne. Also die Behörden haben immer so getan, als wäre das im Prinzip das Dienstsiegel der Rote Armee-Fraktion. Ja. Also irgendwo, praktisch beglaubigt von ihnen selbst. Ja, was irgendwo verwahrt wird, wahrscheinlich in einem heiligen Gral oder in einem schwarzen Lederkoffer, den man von Attentat zu Attentat schleppt oder so. Ja. Und vergleicht dann immer mit dem Kopie und Original. Man hat so getan, als wäre das das Dienstsiegel, das es nur einmal gibt und so. Und dann haben wir uns das im Bundeskriminalamt mal zeigen lassen. Und dann haben wir festgestellt, praktisch alle diese Sterne waren unterschiedlich im Detail unter diesen Briefen. Es ging sogar so weit, dass einige nur aufkopiert waren. Das heißt, die waren irgendwo ausgeschnitten worden, auf ein Dokument aufgeklebt worden, auf einen Bekennerbrief und dann kopiert worden. Und das haben Sie gesehen an den Kopierschatten des ausgeschnittenen Papierstücks. Das gibt dann so schwarze Linien. Ja. Da habe ich gedacht, ich bin hier im falschen Film, im falschen Theater. Mhm. Aber was hat denn das Bundeskriminalamt darauf geantwortet?
Was Sie gesagt haben, also Sie Fragen gestellt haben, warum ist das so? Also die haben versucht, dann beim Drehtermin diese Briefe wegzulassen zum Beispiel. Ja? Mhm. Also plötzlich lagen dann nur die Sterne da, die einigermaßen ähnlich waren noch auf den ersten Blick. Ja. Ja? Es ging da auch um so Fragen, ganz primitiv, Farbe oder Schwarz-Weiß. Ja. Einige waren in Farbe, andere nicht und so weiter. Und dann haben sie gemerkt, das ist ja hier eine Schülerarbeit oder so, diese Bekennerbriefe. Und tja, das heißt, es war nicht möglich, die Echtheit irgendwie festzustellen von sogenannten RAF-Dokumenten oder Bekennerbriefen. Es war nicht möglich, die Authentizität festzustellen. Und daher kamen wir auch auf diesen Begriff des Phantomterrorismus. Was wollten Sie denn damit ausdrücken, dass man nicht genau weiß, ob es die RAF tatsächlich war? Und wenn man das nicht weiß, wer war es denn stattdessen? Ja. Wir wollten eben wissen, was steckt wirklich hinter diesen Attentaten. Mhm. Wir hatten da auch so eine Art Erweckungserlebnis in dieser Recherche. Das war ein Attentat auf einen Innenstaatssekretär der Bundesregierung namens Hans Neusel 1990. Und ein halbes Jahr vorher haben dieselben Täter angeblich, die Rote Armee-Fraktion, Alfred Herrhausen auf dieselbe Weise beseitigt durch eine Sprengfalle. Mhm. Der Herr Herrhausen war in einem gepanzerten Mercedes unterwegs und dieses Ding wurde also sozusagen fachgerecht in die Luft gejagt, perfekt zerlegt. Es war wirklich nur noch ein rauchendes Trümmerwrack. Und ein halbes Jahr später, befuhr dieser erwähnte Innenstaatssekretär Neusel eine Autobahnabfahrt in Bonn und geriet angeblich auch in eine Sprengfalle derselben Rote Armee-Fraktion, hüpfte aber anschließend beschwingt aus dem Wagen und hielt eine Pressekonferenz ab. Die Terroristen mögen doch von ihrem schrecklichen Tun ablassen und so, ja. Und da haben wir uns gewundert, wie konnte der Mann das überleben, diesen Angriff dieser Truppe, dieser tödlichen Truppe. Ja? Dann kam ja die Geschichte mit dem Fahrer. Richtig, dann kam die Geschichte mit dem Fahrer. Also die Behörden haben das so erklärt, ja, das ist ganz einfach. Anders als die Terroristen dachten, saß der Herr Neusel nicht rechts auf dem Beifahrer oder dem hinteren rechten Sitz, sondern weil sein Fahrer in Urlaub war, saß er ausgerechnet selber auf dem Fahrersitz. Ist selbst gefahren und dadurch konnte die Bombe nicht richtig wirken, weil er zu weit weg war sozusagen von der Bombe, die sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs befand. Aha, und so haben wir gedacht, ja, interessant, stimmt das denn auch und so. Wir haben dann bei Nachbarn von diesem Mann recherchiert. Und da hat uns dann ein Nachbar gesagt, der Herr Neusel hatte noch nie einen Fahrer. Der ist immer selbst gefahren. Ja. Und was haben Sie denn mit diesen Informationen gemacht? Weil es ja relativ plump. Ja, dann war natürlich klar, das hätten die Terroristen ja auch selbst mitbekommen müssen, weil die ja bekanntlich ihre Opfer so gut observieren, dass sie vielleicht die Bombe hätten auf die andere Seite legen müssen. Mhm. Ja. Also Gott bewahre, ich bin ja froh, dass der Mann überlebt hat, ja, aber diese Geschichte stank zum Himmel. Mhm. Wie ist denn die Bundesanwaltschaft mit solchen Fragen umgegangen? Man muss dem ja dann irgendwie ausweichen, kann man jetzt nicht so direkt, weil sie bohren ja danach, wird ja auch öffentlich, hatten ja schon damals einen Respekt, aber wie geht man damit um? Also erstmal haben wir versucht, diesen Nachbarn vor die Kamera zu kriegen, ja. Also das haben wir erstmal, wie das ja häufig so ist, man erfährt es in einem Gespräch, Recherche, man fragt Nachbarn. Und versucht dann mit der Kamera wiederzukommen. Mhm. Und das hat also schon mal nicht funktioniert. Das war dann also vor der Kamera nicht mehr möglich. Ja. Also der hat das dann leider dann nicht mehr wiederholen wollen. Mhm. Ja. Aber für uns war innerlich der Damm gebrochen. Das war klar, dass hier was faul ist an der Geschichte. Und die Behörden selbst, die haben versucht auszuweichen, Anfragen nicht beantwortet oder so. Ja. Also man sitzt das klassisch aus. Ja, ja, das wird ignoriert, das macht ja auch gar nichts. Sie haben ja die Mainstream-Medien, die glauben das doch alle. Der Spiegel, das große Leitmedium, der berichtet das nicht, dass es da Zweifel gibt. Ja. Und das können die locker an sich abtropfen lassen. Ja. Das heißt, Sie können da gar keinen öffentlichen Druck aufbauen? Doch, kommt ja nicht gegen an. Ehrlich gesagt, wir haben öffentlichen Druck mit diesem Buch, das RAF-Phantom aufbauen können, dann. Aber als Gesamtheit, nicht nur bei diesem Fall, sondern das war ja dann eine Schilderung von mehreren Fällen. Mhm. Herrhausen, Rohwedder, von Braunmühl war, glaube ich, auch drin. Mhm. Und auch Neusel kam vor, dieser Staatssekretär. Und das hat tatsächlich einen enormen Druck aufgebaut, das ist richtig. Aber in diesem Einzelfall, dass sowas
lässt man meistens an sich abtropfen. Mhm. Lassen Sie uns mal zu Herrn Herrhausen gehen. Herr Herrhausen war ja ein hohes Tier bei der Deutschen Bank und wenn ich richtig informiert bin, wollte Herr Herrhausen etwas Revolutionäres tun. Ausgerechnet ihn in die Luft zu sprengen, war jetzt eher kontraproduktiv für die Rote Armee-Fraktion, weil er hätte eigentlich von seinen Ideen, weil er praktisch anschlussfähig an die Rote Armee-Fraktion, um es mal provokativ zu formulieren. Also jetzt mal ganz überspitzt formuliert, ja. War es tatsächlich so, der Herr Herrhausen war eigentlich der natürliche Verbündete von allen kritischen Gruppen, von kritischen Dritte-Welt-Gruppen. Er galt sogar als fast der natürliche Verbündete der kritischen Aktionäre der Deutschen Bank, die also die versucht haben, die Deutsche Bank zu beobachten, zu kritisieren. Mhm. Was macht ihr in der dritten Welt überhaupt mit dieser Schuldenkrise und so? Ja. Ihr treibt ja diese Länder in die absolute, in den Schuldennotstand sozusagen. Ja. Und Herrhausen war derjenige, der gesagt hat, ja, ich rede mit denen und die haben nicht ganz Unrecht. Also das gibt da eine Schuldenkrise. Mhm. Und der Ethik mit eingeführt hat. Es gibt auch, ja, der also sowas, was heute im Bankenwesen vollkommen vergessen ist, den Begriff Ethik eingeführt, aber nicht nur auf der Zunge geführt, wie unsere heutigen Banker manchmal bei Sonntagsreden. In Davos. Genau, was man sowieso vergessen kann. Ja. Das handelt sich nur um PR sozusagen, sondern er hat gesagt, okay, Macht verpflichtet auch. Die Deutsche Bank fühlt sich verpflichtet auch gesellschaftlich, über diese Macht zumindest mal zu reden, sie wahrzunehmen, zuzugeben, ja, und auch mitzugestalten und auch mit zuzulassen, dass möglicherweise diese Macht zumindest mal sich selbst beschränkt. Mhm. Aufgrund bestimmter Erkenntnisse, wie beispielsweise der, dass gierige Banker in der Lage sind, im Prinzip die Welt zu zerstören. Ja. Was ja eine Schuldenkrise in der dritten Welt ist ja schon ein enormer Sprengstoff für den Globus, finanziell gesehen. Ja. Und er hat dann also, ist dann im Prinzip mit kritischen Aktionären, hat er sich angenähert, indem er gesagt hat, ja, wir brauchen eine Lösung dieser Schuldenkrise in der dritten Welt und wir müssen über einen Schuldenerlass dort nachdenken. Mhm. Wir geben den Knebel auf. Also Sie müssen sich mal überlegen, ein Banker, der überlegt, einen Schuldenerlass überlegt, ist wie ein Bäcker, der überlegt, seine Brötchen zu verschenken morgen an der Straße. An die Obdachlosen. Ja, ja. Das ist also, das war ein absolutes Tabu. Das ging gar nicht. Das war ja, also Revolution von oben. Ja. Revolution von oben. Mhm. Und das ist ein weiteres Problem war, dass ganz viele amerikanische Banken in der dritten Welt am aggressivsten vorgegangen waren. Mit aggressiv meine ich ihre Marketingpolitik. Das heißt, sie haben jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen war, einen Kredit angedreht von diesen politischen Herrschern in der dritten Welt. Ja. Lateinamerika zum Beispiel ganz stark. Ja. Sie haben also die politischen Kasten gekauft. Tja, sie haben sie ausgestattet vom Feinsten mit Krediten. Mhm. Ja. Was dann natürlich irgendwann das Dumme daran ist, dass diese Kredite ja irgendwann mal fällig werden und die Länder dann verarmen, sehr leicht aufgrund von plötzlich nötigen Sparmaßnahmen und Einschränkungen und so weiter. Um es vielleicht auszuführen an einem Land, was dann so pleite ist, dann sag mal gut, dann nehmen wir eben eure Flughäfen, Häfen, groß, eure Ressourcen, beuten wir jetzt aus zu einem Preis, den wir jetzt bestimmen, weil ihr seid ja verschuldet. Jetzt müsst ihr alles unterschreiben. Ja. Das ist der Trick. Der Witz war der, es war jetzt von Herrn Herrhausen aus meiner Sicht nicht nur ein karitatives oder gesellschaftliches Anliegen, diese Länder ein wenig aus dieser Umklammerung zu entlassen, sondern es war auch ein geschäftliches Anliegen, weil die Deutsche Bank sich einen Schuldenerlass viel leichter leisten konnte als amerikanische Banken, denn die Deutsche Bank war sehr, sehr viel besser abgesichert. Etwa um 90% dieser Kredite, die die Deutsche Bank an Lateinamerika und an diese Schuldenstaaten vergeben hatte, waren abgesichert. Mhm. Das heißt, da gab es Rücklagen. Mhm. Auf gut Deutsch, die Deutsche Bank hätte sofort auf das Zeug verzichten können. Und die amerikanischen Banken waren meines Wissens nur so um die 30% abgesichert oder hatten Rücklagen dafür gebildet. Und das war natürlich auch eine strategische Überlegung von Herrhausen, muss man offen zugeben. Aus meiner Sicht, dass er sagte, ja Leute, also wir haben da kein Problem. Er wollte sich da einen Vorteil verschaffen, weil er vorher anders kalkuliert hatte. Ja, er hatte diese Rücklagen, er konnte sich einen Schuldenerlass leisten im Prinzip, ganz im Gegensatz zu seinen amerikanischen Konkurrenten. Mhm. Und das, denke ich, hat auch eine Rolle gespielt. Es gab auch diesen strategischen Aspekt, also knallharter Konkurrenzkampf mit den amerikanischen Banken, zu sagen, okay, also wir
können auf diese Schulden verzichten. Wie sieht denn das mit euch so aus? Das war in der Zeit von Reagan. Ja, genau, zum Beispiel. Da wurde ja auch die Dollarpolitik noch ein wenig dahingehend verändert, dass man einfach gesagt hat, lass uns mit noch mehr Dollars drucken. Ja. Er wollte ja auch in die USA expandieren. Er wollte also ein paar von diesen Banken, die ihm vielleicht drohten, durch diesen Schuldenerlass wie reife Früchte in die Hand zu fallen, wollte er kaufen. Ja. Mit anderen Worten, er hat ein sehr, sehr großes Rad gedreht. Ja. Er wollte auch die Deutsche Bank zu einer der 10 größten Banken der Welt machen. Schon damals. Ich weiß nicht, ob sie heute diesen Rang hat, aber damals war es revolutionär. Ja. Ja. Und es war aggressiv. Er sah sich auch in der Rolle der ganz großen Geldfürsten des Globus. Er hat gesagt, also es gibt da Fugger und noch ein paar Namen und dann komme ich schon. Ja. Okay. Also er wollte Weltpolitik machen. Ja, wollte er machen. Ist ihm das zum Verhängnis geworden? Denke ich schon. Denn er hat also global strategisch gedacht und hat auch global strategische Finanzkräfte gelenkt und gesteuert über seine Deutsche Bank, ja, die einen großen Teil der deutschen Industrie beherrscht hat, wie Mercedes-Benz und so weiter. Ja. Also riesige Schlachtschiffe. Man kann es auch so sehen, er hat eine große Schlachtflotte befehligt an Industrieschiffen. Ja. Und er wollte auch dann in den Osten expandieren, strategisch. Also nach dem Fall der Mauer wollte er dort eine osteuropäische Entwicklungsbank gründen, so ähnlich wie die Weltbank, und dort mit Krediten den Osten aufbauen zu einer prosperierenden Region. Mhm. Ja, das ist geostrategisch auch überhaupt gar nicht gefragt gewesen, weil es schon immer ein Anliegen war, Deutschland und die Osteuropäer nicht zu eng zusammenkommen zu lassen und etwa ihre Synergiekräfte entfalten zu lassen. Sehen wir im Moment. Ja, eben. Ja, ja. Deswegen auch diese ständig hochgepeitschte Feindschaft gegenüber Russland, die absolut künstlich ist, denn eigentlich sind Deutschland und Russland natürliche Verbündete. Ja. Schon aufgrund der Nähe. Der Nähe, sie sind einfach Nachbarn auf diesem Kontinent. Ja. Und ganz verkürzt formuliert sagt man eigentlich, hat man immer gesagt, ja, Russland hat die Rohstoffe und wir haben das Know-how. Und das zusammen ist unschlagbar, das muss man sich mal vorstellen. Es ist nicht so, wie das uns heute präsentiert wird, die bösen Russen, und wir vertragen uns nie mit denen. Das ist absolut künstlich und das wird seit etwa 100 Jahren künstlich aufrechterhalten. Ja. In Wirklichkeit sind Deutsche und Russen natürliche Verbündete. Ja, aber damit auch natürliche Konkurrenten des angloamerikanischen Empires. Korrekt. Ja, das also Sie sprechen hier über die Herzlandtheorie natürlich. Das ist die größte Bedrohung für das angloamerikanische Imperium, mit die größte, dass Deutschland und Russland zusammenkommen könnten. Das ist deren Albtraum. Ja. Und daher tun sie alles seit 100 Jahren dafür, dass das nicht passieren kann. Sie haben damals festgestellt, dass Journalismus endet. Was wurde denn Journalismus für Sie im Nachhinein? Was war das denn, was Sie vorher getan haben? Ja klar, ich habe dann auch ein anderes Selbstbild von meiner Zeit vorher bekommen, über mich selber, und dachte mir, naja, du warst ja wirklich ein harmloser Bursche. Du hast da schön mitgespielt. Ohne das zu wissen? Oder hatten Sie es immer geahnt? Ich hatte schon ein mieses Gefühl. Man merkt es ja, wenn Artikel redigiert werden, ja. Wenn bestimmte Themen nicht angenommen werden oder wenn bestimmte Artikel gar nicht erst erscheinen. Ja. Wie wird das denn immer begründet? Das wird eine ganze Weile gar nicht begründet, bis man dann als Freier mal nachfragt. Ja, man ist ja als Freier auch so eine Art Bittsteller. Ja. Also der andere ist der Kunde. Ja. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Die meisten Journalisten, naja, fast alle, ob sie nun angestellt sind oder nicht, aber noch stärker als Freie, befinden sich in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis. Also sie sind absolut auf das Wohlwollen der Redaktion angewiesen, ob sie wieder angerufen werden oder nicht. Das ist ein Konkurrenzkampf. Es gibt mehr Journalisten, als es Platz in der Zeitung gibt. Absolut. Es gibt Journalisten oder solche, die das sein wollen, wie Sand am Meer. Die verdienen auch fast nichts, die meisten. Ja. Das heißt, im Journalismus gilt, der Kunde ist König, aber der Kunde ist nicht der Leser, sondern die Redaktion, der Verlag. Ja. Das ist der König. Der Kunde ist das Produkt. Ja, dessen Aufmerksamkeit wird verkauft an die Anzeigenabteilung. Richtig. Über den Köder Inhalt. Ja. Man hat ja auch immer gesagt, also Journalismus, das ist der Raum zwischen den Anzeigen, ja, der dafür sorgen muss, dass diese Anzeigen gesehen und gelesen werden und dass es nicht zu weh tut.
dem Anzeigenkunden, ja? Ja. Dass er also nicht in ein Umfeld gerät, wo so plötzlich böse Fragen gestellt werden. Da möchte ich vielleicht nicht meine Waschmittelwerbung platzieren oder so zwischen Recherchen über Terrorismus oder so. Ja. Ja? Und das ist auch ein Mechanismus, der mitspielt, dass also die Wirtschaft dann auch eine Kontrolle ausübt über ihre Kundschaft bei den Medien. Das kann man jetzt gerade ganz interessant beobachten bei Charlie Hebdo, dem Fall, dass man sich überlegt, welche Gazetten berichten darüber, wem gehören die Gazetten, und stellt fest, also entweder sind die großen französischen Gazetten massiv in der Hand von amerikanischen Investmentbanken, also Lazard Group zum Beispiel, was machen die? Oder aber da hat sich Dassault eingekauft, also Le Figaro, und die kontrollieren weitere 70 Gazetten im Land und produzieren aber eben Kampfflugzeuge und Wehrtechnik. Und die plötzlich sagen, bei Terrorismus schlimm, wir müssen die französische Polizei ausrüsten. Also diejenigen, die Gazetten gehören, rüsten dann die Polizei aus. Genau so läuft das. Ja, und hier ist es so ähnlich, kann man sagen. Genau so läuft das. Das Kapital, darum geht es, das macht die Politik und auch den Journalismus. Wissen das die Leute? Ja, die wissen das schon partiell. Gott sei Dank machen sich immer mehr Leute auch viele Gedanken darüber. Also das Volk ist nicht so dumm, wie die Politiker glauben. Ja. Und, aber man vergisst es auch wieder leicht. Das ist wie mit dem Rauchen, ja. Man raucht trotzdem. Ja. Man weiß natürlich, das ist alles total ungesund. Und man raucht aber trotzdem weiter. Und dann sitzt man mal wieder da und unterhält sich zufällig mit jemandem und man kommt drauf, dass es eigentlich gar nicht geht, rauchen. Ja. Das geht gar nicht, so ungefähr. Ja. Ohne jetzt hier Raucher beleidigen zu wollen. Ich war auch mal Raucher, aber ich kenne diese Mechanismen. Man weiß, es geht gar nicht. Und trotzdem raucht man weiter. Aber wir sind jetzt, was die Medien angeht, langsam in einer Phase, in der immer weniger Leute weiter rauchen. Ja. Diese Medien immer weniger sozusagen weiter. Der raucht jetzt nur der Kopf durch das Internet. Und sie rauchen diese Medien Gott sei Dank immer mehr in der Pfeife. Nämlich sie lesen sie nicht mehr. Und das ist auch gut so. Haben Sie mit den Medien, es ist natürlich ein verallgemeinender Begriff, haben Sie mit denen eigentlich eine Rechnung offen? Also genießen Sie den Untergang? Ehrlich gesagt, ein bisschen. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre jetzt nicht eine Genugtuung zu sehen, wie sie praktisch inhaltlich und finanziell komplett verelenden. Sie waren ja vor der finanziellen Verelendung sowieso schon inhaltlich verelendet. Ja. Und natürlich, ich meine, sie haben mir übel mitgespielt. Sie haben mich als Verschwörungstheoretiker und so gebrandmarkt. Ja. Und auch anderen, vielen anderen mitgespielt. Ich glaube, Ihnen auch, ja. Ja, für mich war es ein Riesenvorteil. Ja, ja, praktisch die Booster gezündet, um praktisch die Nutzlastsatellit in den Orbit zu bringen. Das hätte ich alleine gar nicht geschafft. Genau, ja. Ich bin heute im Prinzip auch froh drüber, dass ich abgestoßen wurde von diesem Mediensystem. Ja. Weil sonst hätte ich mich gar nicht wirklich weiterentwickeln können. Ja. Ich wäre dann finanziellen und wirtschaftlichen Zwängen verhaftet geblieben, die eigentlich schädlich waren für meine Arbeit. Ja. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, man braucht ja in einer Demokratie auch Medien. Ich meine, wir alle, ob wir sie nun ablehnen oder nicht, erfahren das, was sich da draußen abspielt, aus öffentlich-rechtlichen oder Gazetten, die nicht uns gehören. Wir wüssten nicht, dass es Syrien überhaupt gibt, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, wenn wir es nicht in der Zeitung lesen würden. Was soll denn an Stelle treten? Wir brauchen ja Zeitungen, wir brauchen ja Radio und Fernsehen. Ja, wir brauchen nicht diese Medien. Ja? Das sind ja monopolisierte Medien, also öffentlich-rechtliche Anstalten, riesige Medienkonzerne, die hier den Ton angeben. Konzerne wie der Spiegel oder der Stern. Ja, wir brauchen eine Medienvielfalt. Von der hat man vorher nur geredet, die gab es aber nicht. Die gab es nicht. Punkt. Ja. Es gibt heute eine Medienvielfalt, die entsteht hier gerade. Ja. Zum Beispiel wie mit Sendungen wie Ihrer und anderen, vielen anderen. Ja. Und das finde ich natürlich ganz toll und begrüßenswert. Das ist, eigentlich entsteht diese Medienvielfalt, von der jahrzehntelang nur geredet wurde, erst jetzt. Aus dieser Sicht würden Sie sich oder wünschen Sie sich manchmal, dass Sie etwas später geboren wären, um das Netz noch mit einer größeren Breitseite zu bekommen, wo Sie sagen, ich bin jetzt, meine berufliche Arbeit, der größte Teil liegt ja schon hinter mir. Nein, ich finde das halt hochspannend, was jetzt gerade in diesem Übergang passiert. Den möchte ich nicht missen, diesen Übergang zwischen diesem kontrollierten, monopolistischen Mediensystem und diesem jetzigen neuen vielfältigen Mediensystem, diesen Generationswandel, aber auch Strukturwandel und inhaltlichen Wandel, das ist natürlich super spannend. Ja.
Und also so alt bin ich jetzt auch noch nicht, dass ich da nicht noch ein paar Jahrzehnte vielleicht mitkriegen könnte. Mhm. Ja? Aber Sie sind ja doch klassischerer Autor. Sie bringen ja noch richtig Bücher raus. Ich habe noch nie ein Buch rausgebracht. Für Sie ist so, also hier verheimlicht, vertuscht, vergessen, was in der Zeitung nicht stand. Das ist ja so etwas, jedes Jahr gibt es das seit 2008. So richtig, das finde ich ja auch toll. Ich habe ja auch mal für die Zeitung gearbeitet, das eigene Wort gedruckt zu sehen und in den Händen zu halten. Das ist ja hier mehr als ein Gramm. Das ist ja schon so. Das heißt, Sie sind im Netz auch schon präsent, aber ja wesentlich weniger aktiv als ich. Sie sind ja schon klassischer Zeitungsmann mit Verlag und so. Das habe ich ja nie geschafft. Kommt vielleicht noch. Ja? Ist ja was anderes, ein Buch herzustellen. Naja, das ist halt ein älteres Medium. Ne? Ja. Den Buchdruck gibt es seit 1500 ungefähr. Ja. Das war das Internet der neueren Geschichte sozusagen, das Buch. Ja. Das war ja damals auch eine Revolution. Mhm. Mhm. Wie heute das Internet. Da gab es auch Leute, die konnten das nicht fassen, dass man ein Buch, was man früher handschriftlich abschreiben musste, in Klosterbibliotheken oder so, dass man das plötzlich tausendfach vervielfältigen konnte, das war für die Leute vor 500 Jahren derselbe Hammer wie heute für uns das Internet, sozusagen. Ja. Das gibt es zweimal. Bitte? Ja. Etwas, das gab es nicht. Es gab kein Buch, was identisch war. Richtig. Ja, Bücher waren zusammengefasst mit unterschiedlichen Autoren, könnte man sich gar nicht vorstellen. Und das stand dann einmal in dem Kloster. Mhm. Und dann ist dieserjenige, der da auch da woanders hin. Und die Schreiber, die Abschreibenden, waren diejenigen, die angefangen haben, Kontrolle auszuüben. Ja. Also die Geschichte der Schrift ist ja auch, das, was das angeht, sehr interessant. Und ich muss sagen, dass das Buch für mich heute noch sehr viele Vorteile hat. Erstens ist es das beste Display der Welt. Mhm. Man braucht kaum Licht. Es verschmutzt nicht die Umwelt, wenn man es benutzt. Ja, es braucht keinen Strom. Ja, und wenn Facebook nicht erreichbar ist, kann man es trotzdem lesen. Es braucht keinen Strom. Man kann es überall hin mitnehmen. Man muss es auch nicht aufladen. Ja. Außer die neuen E-Books natürlich, ich rede jetzt von dem klassischen Buch. Ja. Ja. Und wenn man den Stöpsel zieht oder wenn es runterfällt, ist es auch nicht kaputt. Mhm. Man kann es trotzdem noch lesen. Mhm. Man kann es sogar in 100 Jahren noch lesen. Ja. Ja. Es wird also nicht so leicht verschwinden. Mhm. Und wenn man das gelesen hat, dann erfährt auch keiner, dass man das gelesen hat. Während man es elektronisch lesen, das wissen andere mit, was man so gelesen hat. Ja, also Amazon weiß genau, was wir lesen. Mhm. Ja. Sogar welche Stellen wir wichtig finden, welche wir markieren in einem E-Book. Ja. Das alles ist gespeichert, kann gespeichert werden. Mhm. Ja. Bis wohin wir das Buch gelesen haben und so weiter. Also ehrlich gesagt, gibt es sehr viele sympathische Punkte an dem klassischen Buch. Mhm. Ja. Und ich finde es auch gut, ich habe manchmal diese Vorstellung, nehmen wir mal an, das Internet wird total kontrolliert werden. Auf dem Weg sind wir ja durch Monopolisierung auch. Ja. Google, Facebook und so weiter, alles Monopole, die geschaffen werden. Entweder kontrolliert man es total oder man schaltet es ab oder man schaltet große Teile davon ab. So ein Buch kann man nicht abschalten. Das wird trotzdem in einem Dachboden liegen oder im Regal stehen und irgendein Junge wird es irgendwann finden. Man stolpert über so ein Buch und plötzlich liest man das. Ja. 1992 war für Sie also, wenn ich das richtig verstanden, ein Schlüsselerlebnis, das RAF-Atom, wo Sie öffentlich Dinge angezweifelt haben, die ketzerisch waren. Das fällt dann auch auf. Das ist eben wie, wenn man als Drewermann gegen die katholische Kirche stänkert. Das fällt allen auf. Da kann man dann nicht sagen, das versendet sich nicht. Das ist dann einfach ein Brandmark, den man hat. Der nächste große Hammer kam dann 2003. Sie haben 2003 angefangen, als der erste in Deutschland, nämlich sich von dem Schock 9/11 2001 zu erholen und dann nochmal sagen, jetzt, wo sich das alles so ein bisschen gesetzt hat, da bleiben zwei, drei Fragen übrig, die versuche ich jetzt mal zu recherchieren, sind dafür in die USA geflogen. Können Sie das mal aufdröseln? Also das war eigentlich so, dass 2001 das schon geschah, am 11.09. direkt selbst, weil man dachte ja, der Terrorismus ist vorbei. Nach der Roten Armee-Fraktion, nach den Roten Brigaden in Italien, nach der Auflösung des Sowjetblocks, des Warschauer Pakts, dachte man, das Ende der Geschichte ist erreicht. Da gibt es ja auch einen berühmten Buchtitel. Der meinte das nicht nur oder nicht in Bezug auf Terrorismus, sondern überhaupt auf den Wettkampf der Mächte, den Kalten Krieg und so weiter. Huntington sah das anders. Ja, der sah das anders. Der hat dann später dieses Konzept aus der Taufe gehoben. Ja. Des Kampfes der Kulturen. Ja. Das, was wir heute haben, ist eine Erfindung der US-Regierung im Prinzip. Mhm. Der Kampf der Kulturen ist ein strategisches Konzept zur Schaffung eines Feindes, eines Feindbildes und zur Erreichung bestimmter Ziele, geostrategisch. Ja. Legitimiert als Auftragsarbeit über Harvard. Ja. Genau. So läuft das. Und, aber Mitte der 90er Jahre war das kein Thema mehr, Terrorismus. Ich habe sogar ein Buch mal einem Verlag damals angeboten, 95 oder 96, über Terrorismus und dann bekam ich diese Antwort, nein, das machen wir nicht. Terrorismus ist kein Thema mehr. Mhm. Ausgestorben. Ja, und deswegen am 11.09.2001 war das mit einem Schlag anders wieder
Und für mich war das das zweite Erweckungserlebnis, weil ich dieselben Strukturen, die ich schon kannte aus der RAF-Zeit, aus der Berichterstattung über diese RAF, aus der Recherche, dieselben Strukturen, Mechanismen habe ich sofort am 11.09. wiedergesehen. Mhm. Also sofort Verdacht ohne Beweis, Beschuldigungen ohne Beweis, keine forensischen Beweise, aber Bin Laden war es ganz sicher. Mhm. Das wusste man schon einen Tag später. Mhm. Ja. Dabei wusste ich natürlich aus meiner Recherche über Kriminalistik, meine Güte, solche Tatorte zu untersuchen, wie die beiden zusammengestürzten Türme und auch den dritten Turm, der zusammengestürzt ist, das dauert Wochen, Monate, um diese Tatorte aufzuarbeiten, dann die ganze Beweisermittlung. Mhm. Ich möchte hier mal reingrätschen. Was wir in den Medien, das verstehen ja viele Leute gar nicht, was Medien sind. Ja? Also ich empfehle immer wieder Marshall McLuhan als Autor. Aber was wir in den Medien dann erleben, ist derjenige, in diesem Fall das Imperium, die Medien kontrollieren durch die entsprechenden Alpha-Journalisten, die wir spätestens seit der Anstalt auch kennen. Ja? Uwe Krüger sei hier mal empfohlen auch. Mhm. Das, was die verkünden, das ist die Wahrheit und alle anderen müssten sich dann dagegen durchsetzen, egal wie unsinnig die Behauptung ist. Das ist ja das, wie die Medien arbeiten. Ich kann irgendetwas behaupten, ich hätte auch sagen können, der Weihnachtsmann war am Set. Mhm. Und wenn ich dann sage, es gibt den Weihnachtsmann nicht, dann muss ich beweisen, dass die anderen totalen Käse erzählt haben, obwohl jeder sagt, das muss Käse sein. Warum ist das so? Das ist einfach die Medienmacht, die Arroganz der Medienmacht. Der am lautesten schreit, hat recht. Und wer zuerst das tut. Ja. Mhm. Und ich sage ja auch immer, die schlimmste Verschwörungstheorie haben ja die Medien selber aufgestellt und George W. Bush über Osama bin Laden und seine 19 Räuber, die angeblich in der Lage waren, die Supermacht USA total kalt zu erwischen, in ihrem eigenen Luftraum 4 Jets zu kontrollieren. Ja. Ja, bin ich denn bei Alice im Wunderland oder wo? Ja. Hallo? Ja. Also mit dem Telefon aus. Und wenn man nach Beweisen fragt, dann also... Ja, wieso? Das ist halt so. Ja. Und das heißt, die verkaufen uns die schlimmste aller Verschwörungstheorien und behaupten, wir würden ohne Beweise arbeiten und würden selber Verschwörungstheorien aufstellen. Mhm. Nur weil wir nicht gutgläubig sind. Das ist eben Mittelalter, sage ich dann immer. Das ist Mittelalterlogik. Ja. Was von oben kommt, stimmt. Punkt. Mhm. Ja. Aber das funktioniert ja dahingehend, dass wenn man dann sagt, das glaube ich nicht, dass man ja dann isoliert wird. Das ist ja das Mittel mit Isolation und soziale Isolation, Kaltstellen, dann auch wirtschaftliche Zerstörung letztendlich arbeitet man ja. Wie kommt das denn beim Publikum an? Das Publikum, gab es Leute, die Ihnen auf die Schulter geklopft haben und gesagt, finde ich gut, dass Sie das machen? Oder wechseln die dann auch die Straßenseite, weil man ja sagt, den lässt sich mit dem sehen? Es gibt beides. Also ich dachte ja, ich kenne das nur aus Geschichtsbüchern. Also Verleumdung, Denunziation, Ausgrenzung, wirtschaftliche Zerstörung, Rufschädigung, Rufmord. Wir haben ja sogar in Deutschland Gesetze gegen sowas. Mhm. Ein Paragraph heißt politische Verdächtigung. Eben aufgrund der Erfahrung des Dritten Reiches hat man gesagt, wir wollen nicht mehr, dass in der neuen Bundesrepublik Leute verleumdet und politisch verdächtigt werden können und so ihre Existenz zerstört werden kann, denunziert werden können. Das nennen wir politische Verdächtigung, machen es strafbar. Ja. Das wissen die wenigsten Leute, dass es diesen Paragraphen gibt. Und trotzdem wird auch das dauernd ausgeübt, dieses Instrument der politischen Verdächtigung, ja, ohne dass sich jemand richtig dagegen wehren kann. Und es gab die Leute, die mir auf die Schultern geklopft haben und es gab die anderen, die haben die Straßenseite gewechselt. Und deswegen sage ich, dachte, das kenne ich nur aus dystopischen Romanen wie George Orwell oder aus der Vergangenheit von totalitären Diktaturen wie Stalinismus oder Drittes Reich. Mhm. Gab es einen Moment, wo Sie gemerkt haben, ich bin so ein bisschen hier Kafka, der Prozess? Ja, Sie haben das Gefühl, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Sie können die Welt gar nicht mehr begreifen. Ne? Sie stehen so vor einem monolithischen System, das dasteht wie ein großer Block, und sie abweist oder abtropfen lässt. Mhm. Und sie kommen da auch nicht mehr dagegen an und werden auch nicht mehr da akzeptiert. Mhm. Ja. Gab es da einen Moment, wo Sie das bereut haben? Sie haben vielleicht zu früh gezogen? Nein, also ehrlich gesagt, da habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht. Mhm. Hätten wir diesen Film vielleicht anders machen sollen oder so, oder hätte ich diese Bücher anders schreiben sollen? Aber das war halt ganz klar, wenn ich in mich reingehorcht habe, ich konnte das nicht anders machen. Ja. Das musste man einfach sagen. Ja. Oder ich hätte, das klingt vielleicht trivial, man hätte jede Selbstachtung verloren. Ja.
Ja, weil dann befindet man sich auf der Ebene von Prostituierten, wobei ich keineswegs Prostituierte mit einem Vergleich mit unseren Medien beleidigen möchte, mit unseren Mainstream-Medien. Mhm. Ja. Bei Prostituierten weiß man, da gibt es auch eine Grenze. Bei Prostituierten gibt es eine Grenze. Und es ist auch klar, dass sie Prostituierte sind. Das ist offen. Ja, ja. Das, finde ich, ist ein Riesenunterschied. Das weiß man bei vielen Medien nicht. Und die Prostituierte erbringt eine Dienstleistung. Ja. Was machen die Medien? Sie verkaufen einem etwas, was nicht das ist, was der Kunde annimmt, dass es sein sollte oder ist. Mhm. Also die Wahrheit. Ja. Natürlich gibt es viele praktische Informationen, die wahr sind. Das ist ja auch der Benefit, den manche von den Medien haben. Also Testberichte zum Beispiel, Sport. Vielleicht ja, Sport, Kochrezepte, solche Dinge. Sie müssen ja auch dem Publikum einen gewissen Nutzwert bieten, um die anderen Inhalte verkaufen zu können oder rüberzubringen. Mhm. Ja. Ist das der Trick, dass Teile davon stimmen, was man da schreibt? Ganz genau. Und man kann es nicht rausfinden? Ein Teil muss ja stimmen. Ja. Sonst würden die Leute ja viel früher aufwachen. Also sie müssen in ihrem persönlichen Erfahrungsbereich feststellen können, ja doch, was in der Bildzeitung stand. Also das stimmt, dieses Auto fährt schneller als das andere oder so. Mhm. Ja. Das muss für sie überprüfbar sein und damit wird der Rest auch angenommen, den man dabei nicht überprüfen kann. Ganz genau. Mhm. Ja. Und je weiter sie vom Erfahrungshorizont des Lesers entfernt sich bewegen, umso leichter können sie lügen. Ja. Ja. Zum Beispiel sage ich ja auch immer, es ist sehr viel leichter, über einen Amoklauf in den USA zu lügen, als jetzt hier, das Beispiel habe ich schon gebracht, über die Qualität von bestimmten Autos oder Kochrezepten oder anderen Dingen. Ja, weil das können nur noch ganz wenige Leute überprüfen, was an dieser Schule in den USA wirklich passiert ist, aus erster Hand. Ja. Aber dagegen haben Sie 1 Milliarde Menschen, die nur über das Fernsehen darüber erfahren. Ja. Da können Sie doch die wirklich dagegen sprechen könnten, aus eigener Erfahrung. Ja, total überstimmen. Die können sie total vergessen. Mhm. Die spielen gar keine Rolle. Mhm. Ja. Was mir aufgefallen ist, wenn man wirklich etwas groß auflösen möchte, das geht, dann setzt man extrem viel Technik ein und macht das im Sport. Da gibt es von jedem Tor, im Passau irgendwie einen C-Club, gibt es eine Großaufnahme, wird nochmal geschrieben, aber bei großen Terroranschlägen gibt es immer nur ganz grobes, verpixeltes Material oder gar nichts. Oder bei Charlie Hebdo sieht man nur Menschen mit Masken und später sieht man auch die Toten nicht, die wurden auf einem anonymen Berichte verbuddelt und man sagt, das waren die unter den Masken. Mhm. Und wenn sie dann sagen, können sie das beweisen, dann ist man schon verdächtig, wenn man nachfragt. Ja. Lassen Sie uns 2003 zu Ihrem Film kommen. Sie sind in die USA geflogen. Warum denn? Genau, ja, wir hatten dem WDR ein Thema angeboten für eine Dokumentation, der Willy Brunner und ich. Ja. Also mein Kompagnon, mit dem ich ganz viele Filme gemacht habe, und haben gesagt, ja, da gibt es so Theorien und Skeptiker. Wir haben das Skeptiker genannt, heute nennt man das Verschwörungstheoretiker. Mhm. Die stellen einen Haufen Fragen über diesen 11.09.2001. Ja. Und ich hatte aber schon eben direkt nach dem 11.09. angefangen zu zweifeln, auch auf meiner Website berichtet und so. Aber das war jetzt eben ein größeres Medienprojekt, dieser Filmvorschlag, ja. Hat der WDR das gleich angenommen? Ja, also Sie werden ja nicht glauben, wie harmlos der Film dann eigentlich auch war letztlich. Ja. Wir haben da drin nur Fragen gestellt im Wesentlichen. Ich kenne ja den Film, genau. Sie kennen den, ja. Da ist also inzwischen sind ja da ganz viel härtere Behauptungen unterwegs, auch von meiner Seite natürlich. Ja. Aber damals war das der Anfang, dass man mal angeklopft hat und gesagt hat, hallo, stimmt das eigentlich so wirklich, was da berichtet wurde, oder war das nicht vielleicht ein bisschen anders, Also eigentlich ein ganz vorsichtiger Film. Ja. Und da sind wir dann rübergeflogen und haben da ein paar Schauplätze besucht. Shanksville. Unter anderem den Absturzort von United Airlines 93. Ja. Das war der vierte Flieger, der in kein Gebäude hineingeflogen ist, sondern angeblich von Passagieren zum Absturz gebracht worden war. Gibt es sogar einen Film drüber? Ja, klar. Mhm. Propaganda natürlich. Ein Dokumentarspiel oder wie würde ich das nennen? Spielfilm oder Fernsehfilm war das, glaube ich, dann. Ja? Mhm. Also wir haben ja eine Dokumentation gedreht. Und da kamen wir zu dieser improvisierten Gedenkstätte bei diesem Krater des Flugzeugabsturzes und trafen da einen älteren Herrn, der sich mit den Leuten unterhalten hat, weil da kamen ja Besucher aus ganz vielen Ländern und hatten eine Menge Fragen. Und netterweise hatte dieses Örtchen Shanksville dort seinen Beauftragten hingeschickt oder er sich selber, nämlich der Bürgermeister selber persönlich stand da. Ja, so ein Cowboy-Typ. Ja. Ja. So ein alter, knorriger Amerikaner, Ernie Stull hieß der, und den haben wir dann gefragt, wie das damals war.
als diese Maschine da runterkam. Und dann sagte der, ja, also Sie haben da einen riesigen Knall gehört. Und dann sind sie sofort mit dem Feuerwehrauto dahin gefahren. Es war ein Ereignis in diesem Ort, da war ja sonst nichts los. Ja, ist ja ein typisches kleines amerikanisches Nest. Wenn empty. Da mal was passiert, dann gehen da alle hin. Empty, was soll da schon knallen? Ja? Also das ist wirklich eine leere Landschaft im Prinzip. Ja. Und dann sind seine Freunde von der Feuerwehr sofort dahin gefahren. Und dann stand der Ernie Stahl da. Und es ging nicht nur um seine O-Töne, sondern auch um seine Körpersprache. Mhm. Und deutete dann in die Richtung dieses Kraters und sagte kopfschüttelnd in die Kamera, als sie dahin kamen, da war da kein Flugzeug. Da war kein Flugzeug, sagt er uns. Ja? Und das auf mehrfache Nachfrage. Mhm. Und das ist der Bürgermeister, eher konservativer Typ. Ja, natürlich. Ja. Der auch an den Angriff Amerikas geglaubt hatte. Ja, er hat auch gesagt in einem O-Ton, er konnte sich das nur so erklären, ja, das Flugzeug ist da runtergekommen. Und hat sich vollkommen aufgelöst. Es muss sich aufgelöst. Der war ratlos. Mhm. Das war fast noch besser als der O-Ton, das zu erleben für den Zuschauer. Und diese O-Töne und Aufnahmen waren natürlich eine irre Bedrohung für die offizielle Version. Aber ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie man das auch manchmal in Kriminalfilmen kennt. Sie sind ein Gangster, überfallen eine Bank und stellen plötzlich fest, Sie hätten da 20.000 Dollar vermutet, da sind aber jetzt 20 Millionen und Sie wissen, das ist die Waschzentrale der Mafia. Jetzt haben Sie dann O-Ton aufgenommen und man weiß, dass Sie den aufgenommen haben. Jetzt geraten Sie als Journalist hier automatisch ins Fadenkreuz. Ja, wir waren also ziemlich schockiert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, wir haben das nicht erwartet in dieser brutalen Klarheit. Mhm. Können Sie sich noch genau an den Moment erinnern? Ja, wir konnten nicht fassen, was wir da aufgenommen haben. Ne? Mhm. Also was der da redete. Das heißt, Sie filmen das und dann ist mal abgedreht und dann setzt man sich in irgendeine Pinte und dann redet man, oder? Oder schweigt man erstmal? Also wir waren wirklich ein bisschen unter Schock, ehrlich gesagt. Ja, wir haben uns da nicht mehr so wohl gefühlt in den USA. Weil er sagte zwar, er glaubt, das hat sich aufgelöst, aber die Gesamtheit aus Bild und O-Ton sagte ganz klar, da war kein Flugzeug. Mhm. Und wir waren die Ersten da mit unserem Feuerwehrauto. Mhm. Ja? Und er versuchte das in seinem Gehirn irgendwie zusammenzubringen. Wie kann es sein, die Regierung sagt, da ist ein Flugzeug abgestürzt, aber es ist keins da. Mhm. Also hat er gesagt, es muss heruntergekommen sein und sich vollkommen aufgelöst haben. Mhm. Ja. Wir wissen spätestens seit der MH17, dass Flugzeuge sich nicht auflösen, sondern wie ein Trümmerfeld aussieht. Ja, normalerweise ja. Mhm. Und, das haben Sie gesendet? Das haben wir gesendet, ja. Und dann? Erstmal hatte der Film die höchste Quote, die jemals auf diesem Sendeplatz gemessen wurde im WDR, also im dritten Programm. Ich glaube, statt üblicherweise 3%, 10% oder sowas. Ja. Ja. Und dann ging es ja darum, der Film für sich genommen war noch nicht die größte Bedrohung, sondern nun ging es ja um die globale weitere Vermarktung dieser Dokumentation in anderen Ländern. Mhm. Und da gab es schon Anfragen, ja, an den WDR von anderen ausländischen Sendern, den Film zu übernehmen. Kurz und gut, der Film hätte es um den Globus machen können. Ja? Ja. Mit diesem O-Ton zum Beispiel, das waren noch andere brisante Dinge da drin. Mhm. Ja? Also das wäre sozusagen ein richtiger Hammerschlag für die offizielle Version gewesen, möglicherweise international. Hm? Ja. Und in dem Moment wurden wir gestoppt. Von wem? Vom Spiegel. Weil er nämlich behauptet hat, wir hätten gefälscht oder wir hätten uns am Rande der Fälschung bewegt und das wäre gar nicht so. Und der Herr Stahl wäre sehr wohl davon ausgegangen, dass da ein Flugzeug gewesen wäre. Also Übersetzungsfehler? Ja, zum Beispiel. Sie hätten ihm die Worte in den Mund synchronisiert? Ja, oder wir hätten O-Töne weggelassen. Mhm. Ja. Aber Sie hatten doch das Originalmaterial. In denen er behauptet hätte, dass da ja doch ein Flugzeug war. Mhm. Es hätte sich nur eben verflüchtigt oder so. Ja. Dann haben wir uns das Manuskript von unserem Film angeschaut, von dem ausgestrahlten Film, und haben festgestellt, ja, der O-Ton ist ja drin. Er sagt ja, das Flugzeug kam herunter und puff, löste sich vollkommen auf. Also wir haben das nicht verschwiegen, dass er der Meinung war, dass es ein Flugzeug gewesen sein müsste. Ja, oder dass es sich so erklärt hat. Ja, ja. Das Flugzeug muss sich eben pulverisiert haben oder es wurde weggebeamt. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja. Und das heißt, wir wurden einer Sache beschuldigt,
die objektiv gar nicht stattgefunden hat. Nachweislich per Filmmanuskript oder wenn sie es aufgenommen haben, konnten sie es auch hören. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, es interessiert überhaupt nicht, was sie gesagt haben. Es interessiert später, was jemand behauptet, was er gehört haben möchte, auch wenn das, was sie gesagt haben, noch nachprüfbar ist oder was sie geschrieben haben. Mhm. Wann ist ihnen klar geworden, dass sie in einem Irrsinn-Labyrinth gelandet sind? Ja, das ist ja nahe an Irrsinn dran. Ja, wenn Ihnen vorgeworfen wird, ihr habt das nicht gesendet, dass er der Meinung war, das Flugzeug sei da gewesen. Und Sie haben es aber gesendet. Und es steht auch im Manuskript drin. Und Sie können es auch im Netz heute noch so sehen. Ja, sicher. Ja. Ich denke mal, ich beobachte den Film nicht mehr dauernd, ja. Aber es dürfte noch da sein. Ja? Mhm. Also er sagte zum Beispiel in einem O-Ton, wir haben, glaube ich, drei von ihm gehabt, mit demselben Sinngehalt, da war kein Flugzeug. In dem einen O-Ton sagt er ganz klar, das Flugzeug kam herunter und hat sich vollkommen aufgelöst. Mhm. Und er schaute uns quasi noch fragend dabei an, ob wir vielleicht ihm das erklären könnten. Ja? Herr Wisniewski, spätestens als der Spiegel Sie gestoppt hat, löste sich für Sie eine Menge auf, nämlich Ihr Beschäftigungsverhältnis zum WDR zum Beispiel. Ja, es war nicht ein formales Beschäftigungsverhältnis, aber wir waren regelmäßig dort frei tätig als Reportagen- oder Dokumentationslieferanten. Ja. So wie Frieda Wagner zum Beispiel, die Planet Uranium, der kennt das ja auch so ähnlich. Ja. Und das heißt, es kam kein Anruf, dass man sie nicht mehr beschäftigt, sondern es kam einfach kein Anruf mehr? Beides. Also das war schon, der WDR hat explizit, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, die beiden haben bei uns Beschäftigungsverbot. Beziehungsweise die Redakteure haben das Verbot, uns zu beschäftigen. Mhm. Das war ausgesprochen. Mhm. Ja, von wem? Klar. Von der Chefredaktion, also ich müsste nochmal in die entsprechenden Schreiben nachgucken, ja. Aber es war klar, offizielle, also Quelle ist der WDR, der sagt, er möchte mit uns nicht mehr zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als da ja Staub aufgewirbelt wurde und Sie nochmal in das Haus zurückgekehrt sind, dieser Moment, als Sie das Haus nochmal betreten und dann in den Fluren die Leute schon so ein bisschen gucken? Ja, ich kann Ihnen sogar noch einen interessanteren Moment nennen, die Pressekonferenz, bei der unser Film vorgestellt wurde im WDR. Mhm. Und da war ja schon etwas über den Film durchgesickert, mein Buch Operation 911 kam auch gleichzeitig auf den Markt. Mhm. Die Journalisten, die da waren, waren schon etwas vorinformiert. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, das war so ein kleinerer Saal mit ein Dutzend Journalisten und zwei, drei Leuten vom WDR und auch einer Pressesprecherin vom WDR. Und ich merkte plötzlich, wie die alle von mir Abstand halten, so körperlich. Mhm. Die wollten gar nicht mit mir aufs Bild oder irgend sowas. Ja? Mhm. Ich habe das in dem Moment gar nicht richtig begriffen. Erst hinterher wurde mir das klar, dass da manche mit mir, also das, ich war schon verbrannt. Ich war schon Outcast, Paria und sowas. Ja. Weil bei einigen dieser Journalisten kursierte also schon Verschwörungstheoretiker und möglicherweise macht er da die Juden verantwortlich und solche Dinge, wird ja gern genommen, dieser Vorwurf, ja. Obwohl davon gar nichts in meinen Büchern, auch nicht in meinem Film drin ist. Ja. Aber dann ist es... Ist egal, spielt ja keine Rolle. Na, insofern, ich zitiere mal eine Person aus Frankfurt, wo Sie ja geboren wurden. Sie sind vielleicht deswegen jemand, der die dafür verantwortlich macht, weil Sie es nicht sagen und daran erkennt man Sie. Man muss die Worte kennen. Ja, ja, genau. Also der Beweis, dass Sie das nicht behaupten, ist eigentlich schon der Beweis, dass es trotzdem Ihre Meinung ist. Sie sind nämlich so clever, das zu verstecken. Ja. Das so ähnlich habe ich, glaube ich, Jutta Dietfurth verstanden. Jetzt haben Sie den Namen gesagt. Das ist die moderne Hexenverbringung. Genau. Also die Tatsache, dass man Ihnen nichts nachweisen kann, spricht gerade gegen Sie. Mhm. Weil Sie sind einfach zu clever, um die Beweise zu präsentieren oder nicht zu vernichten. Mhm. Sie sind noch viel perfider als derjenige, bei dem man es beweisen kann. Ja. Der ist nur dumm, der lässt die Beweise bestehen, vernichtet sie nicht. Die Tatsache, dass es bei Ihnen keine Beweise gibt, ist der Beweis dafür, wie clever und wie hintertrieben Sie wirklich sind. Mhm. Ist das nicht die Umkehrung des Rechtsstaates? Weil jetzt müssen Sie beweisen, was Sie nicht sind. Ja, das kennt man nur aus dystopischen Romanen wie eben Kafka, Der Prozess oder aber George Orwell. Ja. Das sind ja alles Utopien oder Dystopien gewesen, von denen man gedacht hat, das ist ja vollkommen krank, was der Mann sich da ausgedacht hat. Ja? Aber und in diesem Zustand leben wir heute. Ja? Das ist richtig, aber in welchem Zustand haben Sie unmittelbar danach gelebt? Gab es Freunde, die sich von Ihnen verabschiedet haben? Das ist jetzt dann doch kein Freund mehr? Ja gut, es gab ein oder zwei Redakteure, mit denen ich so halb freundschaftlich verbunden war, wie das halt bei einer längeren Zusammenarbeit entsteht. Ja? Mhm. Das ist natürlich total abgerissen.
Und sonst gab es Leute, die sich auf der Straße tatsächlich, wie Sie das erwähnt haben, distanziert haben, wenn die mich getroffen haben, sofort das Weite gesucht. Mhm. Mhm. Gab es auch Leute, die Freunde von Ihnen unter Druck gesetzt haben, dass Sie mit Ihnen nicht mehr befreundet sein können, solange die mit Ihnen befreundet sind? Also das habe ich nicht mitbekommen, was nicht heißt, dass es nicht hinter den Kulissen abgelaufen ist. Mhm. Ja. Also ich war praktisch verbrannt. Ja, also es war so wie Lepra. Wer muss denn heute couragierter sein? Der Journalist oder der mit dem Journalisten befreundet ist? Ich glaube, die müssen beide couragiert sein, zumindest wenn der Freund dazu stehen möchte, zu dieser Freundschaft. Ja. Und ja. Das ist aber übrigens auch ein reinigender Effekt, da wird die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. Mhm. Da merken sie halt, wer wirkliche Freunde sind. Es geht ganz schnell. Mhm. Ja. Das orientiert sich schon räumlich, wuseln die auseinander. Ja. Ja. Mhm. Wenn Sie das heute mit dem Abstand überblicken, aber ja schon sehen, dass das diese Kugel, also ihr Leben sehr stark abgelenkt hat und Sie sind jetzt da auf diesem Kurs unterwegs und da, wenn es wie ein Komet ist, Sie werden nicht mehr erleben, dass das zurückkommt. Andere werden vielleicht sagen, mein Großvater hat schon damit angefangen, was wir heute machen. So, dass wir uns einfach auflehnen und so, weil die Medienlandschaft verändert sich ja. Wenn Sie das sich heute anschauen und zurückblicken, halten Sie diesen Moment, wo Sie festgestellt haben, ich habe jetzt auch einen Drall in die Richtung, den ich nicht mehr manipulieren kann, halten Sie das, diesen Moment, hat er für Sie nur was Schmerzvolles oder sind Sie auch ein Stück weit stolz, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dankbar, dass Sie von Ihrem Schicksal in diese Richtung gedrängt wurden, dass Sie wahrhaftig werden müssen? Weil Sie können jetzt, Sie wollten, man lügt, der reinigende Effekt für ein persönliches ist ja, dass man, wenn man erstmal erfahren hat, was man alles ab kann, man kann eine Menge ab, dass man später sagt, will ich ja gar nicht alles mehr machen. Klar, heute ist es so, dass ich dankbar bin, dass es diese Wendung genommen hat, ja, weil ich dann eben authentisch werden durfte und konnte. Mhm. Aber das war auch ein riesiger Glücksfall. Da gibt es vielleicht tausend andere, die das nicht konnten oder das Glück nicht hatten. Mhm. Ja. Die darf man auch nicht vergessen. Sie schreiben ja regelmäßig Bücher, die im Titel schon sowas Spooky-mäßiges haben. Also Verschlusssache, Terror, verheimlicht, vertuscht, vergessen, das ist klar. Aber auch Jörg Haider, Unfall, Mord oder Attentat, Drahtzieher der Macht, die Bilderberger, das Titanic-Attentat und so weiter. Ist das auch eine Nische, die man jetzt ständig bedienen muss, weil einem ja nicht mehr viel anders übrig geblieben ist? Also gibt es da dann auch einen Zugzwang? Nein. Eigentlich nicht, weil es ist tatsächlich so, die Lügen gehen nie aus. Mhm. Ja. Da gibt es noch ganz viel zu heben. Ja. Manche glauben ja, ich glaube an gar nichts. Das ist wahrscheinlich meine Masche so, ja. Der Markt, den ich bediene. Aber das ist nicht so, sondern ich glaube natürlich auch an ganz viele geschichtliche Wahrheiten oder andere Dinge, ja, weil ein Merkmal meiner Arbeit oder ein wesentlicher Inhalt sind diese sogenannten Großmythen. Ja. Der 11.9. ist ein Großmythos. Der Titanic-Untergang ist ein Großmythos. Okay, was natürlich auch existiert ist, das weiß man natürlich auch als Polizist oder als jemand, der sich selbst zu einem Polizisten macht, dass wenn man in eine gewisse Richtung forscht und man sagt, da muss was sein, dann findet man da auch was. Hatten Sie je mal den Eindruck, dass Sie sich irren? Den Eindruck? Bestimmt. Ich habe mich sicher auch schon mal geirrt, ja. Mhm. Aber eigentlich kommt vorher immer... Es kommen da sehr viele interne Überprüfungen, ja. Also man denkt sich, ja, das kann doch eigentlich, mir geht es eigentlich wie jedem anderen auch, dass man sich fragt, das kann doch nicht stimmen, dass sie das inszeniert haben oder so, ja. Und es gibt ja genügend Themen, von denen ich Abstand nehme, weil ich mir sage, da ist nichts dran oder das reicht nicht. Da kann man kein weiteres Material finden, um sowas zu belegen. Mhm. Das Publikum sieht ja nur die Themen, die ich dann letztlich gemacht habe, aber nicht die, die ich verworfen habe. Ja. Mhm. Welches haben Sie denn verworfen? Also, da müsste ich jetzt wirklich nachdenken, ja, das ist schon eine Weile her, aber es kommt eigentlich immer so auf einem niedrigen Level schon vor, dass man merkt, so bei einer ganz oberflächlichen Überprüfung, da kommt nichts weiter dabei raus. Ja. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel eine These, die ja auch kursiert auf dem Internet, bestimmte Eliten sind eigentlich Reptilien. Ja. Jetzt mal ganz plakativ formuliert. Ja. 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 Diese These wird vertreten. Ja. Ja. Und die sind in der Lage, die Form zu wechseln. Ja. Und die sind eigentlich Reptilien oder Drachen oder sowas. Ja. Ja. Und na gut, das kann ich natürlich auch schon mit meinem biologischen Schulwissen im Prinzip widerlegen. Ja. Ja.
Das war jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Das ist das, was mir jetzt spontan eingefallen ist. An so einem Blödsinn beteiligen Sie sich natürlich nicht. Nee, ich versuche es jedenfalls zu vermeiden. Mhm. Was ist denn an den Themen, die Sie beackern, was ist denn daran spannend? Auch dieses, woran er sich wagt. Also Sie begeben sich ja wie ein Messer ständig in die Todeszone. Ist das auch etwas, was Sie reizt? Warum untersuchen Sie den Fall Jörg Haider, Unfall, Mord oder Attentat? Er ist einfach gegen einen Baum gefahren. Das ist halt natürlich auch spannend. Ja. Und ich bin nun mal neugierig. Und in diesem Fall gab es noch einen weiteren Faktor, nämlich dass mich eigentlich halb Österreich selbst auf den Schild des Chefermittlers gehoben hat. Mhm. Ja. Nämlich, ich hatte nach diesem Haider-Todesfall ein paar Artikel auf dem Internet geschrieben und bekam innerhalb von wenigen Tagen 600 E-Mails aus Österreich mit laufenden Tipps, Anregungen, Fragen, Informationen. Und gucken Sie mal hier und gucken Sie mal da. Mhm. Ja. Oder ich kannte Haider persönlich, der hat nie Alkohol getrunken. Mhm. Ja. Er hat immer nur an seinem Sektglas genippt, ja, wenn er auf Empfängen war, was man als Profi, glaube ich, nachvollziehen kann, um Gottes Willen nicht mittrinken. Ja. Ja. Sonst bin ich hier als offizielle Figur, liege ich dann als Erster unter den Tisch, ja. Weil mir jeder was anbietet. Das geht gar nicht. Ja. Ja. Und natürlich war er in der Lage, das zu kontrollieren und hat jedes Sektglas gleich weggestellt und jedes Weinglas. Ja. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie haben 600 E-Mails bekommen, der Journalismus scheint sich ja zu verändern. Werden die Menschen da draußen immer mehr Informanten? Sind das alles Reporter? Die auch ein Handybild haben? Und auf was, jeden Fall. Ja. Also klar, die Grenzen verschwimmen, weil ja die technische Schwelle immer mehr sinkt. Mhm. Ja. Jeder kann heute im Prinzip zum Journalisten werden. Die Grenze zwischen Publikum und Journalist löst sich auf. Oder zwischen Amateur und Profi löst sich immer mehr auf. Mhm. Ja. Vermeintlich. Nee, sie hat auch wirklich abgenommen, natürlich. Sie ist durchlässiger geworden. Mhm. Aber jemand, der über ein Handy mit einer gut hochauflösenden Kamera verfügt, also praktisch 99%, ist ja noch lange kein Reporter. Nein, aber viele haben Fähigkeiten dazu. Mhm. Ja, und die können heute leichter gehoben werden. Oder sie können leichter sich öffentliche Geltung verschaffen, indem sie halt ihr YouTube-Video hochladen. Oder indem sie mir eine E-Mail schreiben, die auch schon eine gewisse Substanz hat, ja, wo ich sagen kann, okay, da kann ich mal nachforschen. Wenn Sie sehen, dass den klassischen Mainstream-Medien die Möglichkeit abhanden kommt, immer mehr die Massen zu beeinflussen, weil immer mehr Leute ins Internet abwandern, auf Blogs gehen und sich anderen, publizistischen Erzeugnissen zuwenden, die eher NGO-Charakter haben, da wäre es doch am geschicktesten, wenn ich selbst so etwas gründe. Als Laie meinen Sie jetzt? Nee, als Profi. Als Profi, ja, einen Blog gründen. Ja, oder? Aber ohne, dass ich mich als Profi zu erkennen gebe. Als Geheimdienst gründe ich selbst Blogs, die relativ unprofessionell aussehen, aber da... Ich bin sicher, da gibt es jede Menge davon. Mhm. Also die Geheimdienste sind sehr schwer in den Medien unterwegs. Ja. Wie man ja auch aus diesem Buch von Herrn Ulfkotte entnehmen konnte. Ja. Der ja im Prinzip da, wenn ich ihn richtig verstanden habe, eingeräumt hat, dass ihm die Dienste seine Artikel praktisch geschrieben haben als Ghostwriter. Mhm. Oder zumindest vorformuliert haben. Mhm. Also die Dienste waren, so wie ich das verstanden habe, eine Weile lang so eine Art Ghostwriter von Herrn Ulfkotte. Mhm. Ja. Es gibt aber auch. Und das ist natürlich kein Einzelfall, mhm. Ja, mhm. Sondern das ist erklärte Politik der Dienste. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Herr Ulfkotte war nicht nur damals ein freier Mitarbeiter der Dienste, weil er sich hat ja benutzen lassen, er ist es noch heute. Tja, da müssten Sie mal Herrn Ulfkotte hier hinsetzen. Also, wenn man sieht, wie er sich bei Pegida engagiert, wie er zum Islam konvertiert wieder zurück, der versteht es immer auch, sehr emotional besetzte Themen so zu lancieren und sie dann ein Stück weit auszubremsen. Da gibt es eben Leute, die genau sagen, das ist ganz klar sich für das alles entschuldigt und so weiter, was er getan hat, ist genau einer von diesen Werkzeugen. Also, was soll man noch glauben? Das ist die Frage, die ich stellen möchte. Wem kann man noch glauben? Sie können doch heute jemand, der so professionell ist, der über viele Jahre eben auch so arbeiten kann. Und wir wissen auch, dass Lügendetektoren nicht wirklich treffsicher sind. Also, was kann man noch glauben? Wem kann man noch glauben? Wie kann man sich eine Glaubwürdigkeit erhalten? Also, erstmal in Bezug auf diesen Fall, natürlich verstehe ich, dass die Leute skeptisch sind, wenn schon mal einer bekannt hat, mit den Diensten zusammengearbeitet zu haben. Mhm. Das kommt erstmal ganz ehrenwert rüber, also erläutert sich im Prinzip. Aber für manche bleibt natürlich die Frage offen, tja, hey, wie ist denn das heute und so. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dazu kann ich nichts beitragen. Da müssten Sie ihn mal selbst fragen, vielleicht. Mhm.
Wenn Sie sich anschauen, wohin dieses mediale Flaggschiff unterwegs ist, also wo wir heute stehen, 2015, wie lange wird es das so noch geben, dass man eben zur Süddeutschen greift hier in München oder sich die Zeit am Wochenende nimmt, die FAZ liest, um zu erfahren, was passiert? Ja, das wird natürlich immer weniger werden. Es gibt ja nicht nur diesen Glaubwürdigkeitsverlust, die Glaubwürdigkeitskrise, sondern es gibt ja wirklich den technischen Wandel in Richtung Internet und iPad oder was weiß ich. Ja. Und natürlicherweise ziehen diese neuen Medien eigentlich auch dieses Publikum ab von dem gedruckten Medium. Das ist klar, es wird immer weniger so sein, dass Leute eine wirkliche gedruckte Zeitung in die Hand nehmen. Die Displays werden immer besser werden. Wahrscheinlich haben sie irgendwann eine biegsame Zeitung. So ein Display, zusammenrollen, zusammenfalten, aufklappen. Ja. Sieht aus wie eine Zeitung. Der aktuelle Inhalt wird immer hochgeladen. Richtig, ganz sicher. Da wird auch dran gearbeitet. Sie sind ja weiterhin publizistisch aktiv. Wie würden Sie sich denn heute bezeichnen? Sind Sie auch noch Reporter? Sind Sie Buchautor? Sind Sie Journalist? Oder sind Sie einfach nur noch neugierig als Einzelperson, der das eben verkaufen muss? Was ist das noch? Brauchen Sie noch einen Presseausweis? Ja, ich habe einen Presseausweis. Ich brauche den aber fast nie. Weil ich eigentlich selten Pressekonferenzen besuche mit vorgekauten Inhalten oder so, wo man sowas vielleicht braucht, Und mein Kino zahle ich auch selber, Und ich arbeite hauptsächlich als Schriftsteller und Online-Journalist, Ein Buch, auf das ich bei Ihnen noch warte, ist Mythos Journalismus. Was könnte da der Inhalt sein? Ja, aber dass es den nicht gibt. Dass es ihn schon gibt, aber das Bild, was der Journalist ist nicht mehr so angesehen. Auf der anderen Seite gibt es sehr angesehene Journalisten, wo man sagt, also die Macht der Verdrängung von Woodward zum Beispiel, wo man sagt, ja klar, er hier und so. Das gibt es ja schon, also dadurch, dass so viele eben so viel Schrott abliefern, vielleicht auch, weil sie es müssen, haben die es nicht tun und sich da durchbeißen, ja einen höheren kann man besser erkennen. Das ist ja auch nicht nur ein Nachteil. Also ich könnte mir vorstellen, von Ihnen mal ein Buch zu lesen, wo Sie eben auch mal zeigen, vielleicht die Geschichte des Journalismus durchgehend vom früheren Hofberichterstatter bis heute, dass es immer gegeben hat. Je dichter man der Macht kommt, desto stärker verrät man das, wofür man eigentlich steht. Dass man auch gegenüber dem Imperium der Macht, der einen bezahlt, sagen kann, das stimmt aber gar nicht, muss man sich auch leisten können. An sowas mal gedacht? Also das wäre sicherlich ein interessanter Punkt, auch mal diese persönliche Erfahrung zu schildern. Mein Verhältnis zu diesem Beruf, ich bin ja praktisch dann sowas wie ein Messgerät. Mir ist das passiert, dieser ganze Wandel. Ich habe das miterlebt. Und wie sich hier zum Beispiel mein hohes Bild des Journalismus verändert hat bis heute. Und ich gehe da konform mit den meisten Leuten, die laut Umfragen Journalisten auf eine Ebene stellen. Prostituierte haben wir schon erwähnt, aber noch mit anderen Berufen. Versicherungsverkäufern. Ja, mindestens. Ja. Also Journalismus ist heute so ziemlich das Letzte im Bild der Öffentlichkeit. Trotzdem fangen die Leute an morgens mit dem Radio, dann lesen sie mittags vielleicht Zeitung, wenn es bloß der Sportteil ist, und abends schlafen sie vom Fernseher ein. Also sie kritisieren es ständig, konsumieren es aber auch die ganze Zeit. Das ist doch auch sehr verlogen. Ist es nur noch Entertainment? Es ist wirklich wie mit dem Rauchen. Das ist ein wichtiger Mechanismus. Man weiß, wie schädlich das und wie falsch das ist. Man tut es aber trotzdem, weil man es braucht. Ja. Der Raucher braucht es zum Beispiel. Wir brauchen es auch. Erstmal, solange uns niemand anders informiert, müssen wir halt B5 einschalten oder in Berlin, weiß ich nicht, Radio 1 oder sowas. Ja. Sagt mir gar nichts. Ja, ich glaube, da gibt es sowas wie Radio 1, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal diesen Namen genannt, Aber nur als Beispiel, solange es nichts anderes gibt, solange Sie nicht direkt auf dem Fernseher präsent sind, auf Knopfdruck, hat ja das öffentlich-rechtliche oder das Mainstream-Medium noch den Vorteil der technischen Erreichbarkeit, der besseren. Ja. Also jetzt muss man zum Beispiel YouTube erstmal auf den Fernseher bringen, genauso wie das erste Programm und so. Und dann werden wir mal sehen. Dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Ja, die neuen Fernseher sind ja einfach Empfangsgeräte, wo das alles drin ist. Genau. Und da wird auch auf dem ersten nicht mehr das erste sein, sondern es wird neu umkonfiguriert. Können Sie aus Ihrer Sicht mal erklären, welche Funktion hat Journalismus? Also welche hat sie, sollte sie haben, welche hat sie? Also der Journalismus sollte eigentlich für die Konsumenten arbeiten, er arbeitet aber für die Herrschenden. Das ist mal die primitivste Unterscheidung oder Definition. Und der Grundirrtum des Medienkonsumenten ist, dass er glaubt, diese Medien informieren mich und die arbeiten für mich. Ja? Ja.
Das ist der Grundirrtum, weil der Journalismus ist eigentlich ein Herrschafts- und Regierungsinstrument. Mhm. Ja. Er steuert die Köpfe. Genau, der also die Bevölkerung steuert. Und solange es diesen so gibt, wie er jetzt ist, kann es auch zum Beispiel keine freien Wahlen geben. Weil freie Wahlen kann es natürlich nur bei geistiger Freiheit geben. Mhm. Wenn ich aber vorher schon beschallt werde und bestrahlt werde mit Meinungen auf Teufel komm raus, mit Mainstream-Meinungen, dann kann es keine freien Wahlen geben. Mhm. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt über diese Art von Journalismus. Dieser Grundirrtum, sich mal davon zu trennen, dass ich glaube, die Bild-Zeitung will mir was Gutes, die will mich informieren. Nein, nein, die will mich steuern. Mhm. Ja? Und da muss halt dringend was geändert werden an dieser Medienlandschaft. Weil Sie von Wahlen gesprochen haben, ich habe es mal verglichen, das ist so ein bisschen wie ein Supermarktregal mit vielen Joghurtsorten und die werden dann immer umsortiert. Rechts steht dann links, links steht rechts und so weiter, fetthaltig nach vorne und so weiter. Aber letztendlich der Wareneingang, was überhaupt drin steht, vielleicht gar keine Joghurt, sondern da werden theoretisch, könnte man auch Fahrräder anbieten, diesen Wareneingang kontrolliere ich gar nicht. Die meisten Menschen haben von diesem Wareneingang, diesem geistigen, noch nie gehört. Ja, ja, klar. Also es ist dieser Vergleich mit dem Supermarktregal ist ganz schön, ja, weil zum Beispiel ist ja ganz viel, was in diesen Regalen steht, dieser ganzen Vielfalt letztlich nur eine große Firma. Nehmen wir beispielsweise mal Nestlé. Ja, ja. Ja. Ich kann mich irren, ich nehme das ja nur als Beispiel, aber ich denke mal, die haben wahrscheinlich 5 oder 10 Kaffeesorten, die ihnen im Fernseher in der Werbung als konkurrierende Produkte vorgeführt werden. Ja. Da staunen Sie also, da kämpft die Marke Jacobs gegen Darboven und Dallmayr und das ist ja der Wahnsinnskrieg. Dabei ist das alles eine Firma. Ja. Und so ist das mit unseren Parteien auch. Mhm. Ja. Mhm. Ist es auch mit den Medien so oder gibt es tatsächlich Blätter, die sich nicht unterscheiden? Die sich noch unterscheiden? Ja, also sind diejenigen, die in der Taz arbeiten, letztendlich dieselben Leute, die in der FAZ arbeiten? Sicher, also es gibt ja auch zum Beispiel gerade bei der Taz einen großen personellen Austausch mit dem Spiegel. Mhm. Ja. Die Taz ist schon längst ein Mainstream-Medium und natürlich, es sind angeblich vielfältige oder konkurrierende Produkte, aber eine Firma, nämlich die staatstragende Firma, letztlich die Firma der globalen neuen Weltordnung des angloamerikanischen Imperiums, Atlantikbrücke, solche Stichworte sind gefallen von diesen Lobbyvereinen, German Marshall Fund, wo deutsche Journalisten Mitglied sind oder mitmachen. Ja. Ja. Das ist immer dieselbe Firma und die sind eben besonders sauer, weil jetzt plötzlich kleinere Firmen wie Ihre aufmachen und sagen im Moment, aber ich will jetzt mal mit anderen Leuten reden. Ja. Ja, das war nicht ausgemacht in dem Spiel. Mhm. Aber was halten Sie denn von Leuten, die in der Atlantikbrücke Mitglied sind und dann immer sagen, ja, um an die Geschichten heranzukommen, muss ich ja den Club auch betreten. Das heißt ja nicht, dass ich mich mit denen gemein mache. Ja, das ist natürlich das ist doch berechtigter Einwand. Das ist einfach Selbstbetrug, ja, weil man soll doch nicht glauben, dass ich die Atlantikbrücke benutzen kann, ja, sondern sie wird mich benutzen. Das ist mal sicher, sonst würde sie mich gar nicht einladen. Das ist ganz klar. Und in dem Moment, in dem so eine Organisation erkennt, wie die Atlantikbrücke oder die Bilderberger, der lässt sich nicht benutzen oder der schert da aus, werden sie nicht mehr eingeladen. Ist doch klar. Mhm. Waren Sie je auf so einem Treffen? Sind Sie mal eingeladen worden vom Aspen-Institut oder so? Nee, 0,0. Mhm. Wenn man Sie einladen würde, würden Sie einfach mal aus reiner Neugierde mal vorbeigehen, allein wegen des Sektes oder des Champagners? Glaube ich nicht, weil ich hätte Angst, dass mich das beschmutzen könnte. Mhm. Ja, auch meinen Ruf beschmutzen könnte, selbst wenn ich neugierig wäre. Ja. Und da möchte ich eigentlich gar nicht dabei sein. Mhm. Wie gut kennen Sie die Arbeit eines Dr. Daniele Ganser? Also NATO-Geheimarmeen. So ich kenne die relativ gut, weil ich ja mit ihm befreundet bin, so locker. Ja. Ja. Und seine Werke schätze. Ja. Und ich weiß, dass er sehr um seine Unabhängigkeit gekämpft hat in der Schweiz als Wissenschaftler. Ja. Ja. Und ich habe da auch den größten Respekt davor, weil er eben auch versucht hat, seinen Rückgrat zu behalten. Mhm. Ja. Und er ist auch eigentlich zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen wie ich. Denn das spielte ja auch schon damals in das RAF-Phantom hinein. Mhm. Denn die Frage war ja, wo kommen denn diese Techniker jetzt her, wenn es diese Terrorgruppe nicht war? Ja. Wer hat es denn Profis dann gemacht? Ja. Ja. Und da ist Gladio natürlich an erster Stelle zu nennen als Verdächtiger oder als verdächtige Struktur, die ja auf Sabotageakte trainiert ist, auf Attentate. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich die Profitruppe, die man sich zuerst mal anschauen müsste. Mhm. Sie deuten hier etwas an, dass man sich kennt. Also die Alternativen kennen sich auch. Formiert sich hier ein neues Netz? Ja, das erlebe ich ganz stark so.
Ja, mhm. Das ist also eigentlich ein Netz, was es bisher nur bei den Mainstream-Medien gab, dass man sich kennt und empfehlen kann und dass man sich auch Themen empfehlen kann. Ja. Ja. Oder dass man einen Interviewpartner entdeckt, der sehr interessant ist, den man weiterempfehlen kann. Mhm. So. Aber das heißt, hier formiert sich ja etwas, was ich jetzt mal als der Beginn einer Gegenmacht formulieren würde. Das kann doch unter Umständen sehr gefährlich werden. Ja, und diese Frage beschäftigt mich auch. Wie lange wird man das hinnehmen, diese Gegenmacht? Ja. Ja? Weil Sie und ich erscheinen jetzt hier als unabhängige Journalisten, aber wir laden unsere Inhalte auf YouTube hoch, zum Beispiel. Ja. YouTube ist Google, ist ein amerikanischer Monopolkonzern. Mhm. Und wenn Sie sich diese neue Öffentlichkeit betrachten, die global existiert, das ist sind fast ausschließlich amerikanische Monopolkonzerne. Mhm. YouTube, Google, Facebook, Twitter. Ja. Instagram. Das sogenannte Web 2.0. Ja. Warum hat man das eigentlich gegründet? Jetzt mal diese Frage. Der eigentliche Grund war der, die Vielfalt des Internets sollte abgeschafft werden. Und es sollten erstmal Milliarden Nutzer angesaugt werden. Dafür muss ich erstmal attraktiv sein, fancy, cool, super, frei, wie Facebook und so. Und wenn ich diese Milliarden angesaugt habe, dann habe ich erstmal ganz viele andere Portale kaputt gemacht. Die sind in der Versenkung verschwunden. Suchmaschinen kaputt gemacht. Und dann kann ich langsam anfangen, diese große Masse zu steuern, in meinem Sinne. Ja. Weil, ich meine, niemand bestimmt so stark unser Denken wie Google heutzutage. Also je nachdem, welche Ergebnisse wir da finden und welche nicht gezeigt werden, möglicherweise, ja. Ja, das Ranking kann man verändern. Und das ist für mich die schlechteste Nachricht des Jahrhunderts, dass sich das angeblich freie Internet fast ausschließlich in der Hand globaler amerikanischer Monopolkonzerne befindet. Mhm. Das ist eine Katastrophe, auf gut Deutsch. Mhm. Natürlich lässt man uns noch ein paar Jahre arbeiten, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber wenn Sie erstmal Ihre ganzen Inhalte auf YouTube stehen haben, vielleicht die Arbeit von 10 Jahren oder so, ja, und andere Portale sind sowieso untergegangen, es gibt auch gar nicht die Rechnerkapazitäten, die das erfordert, die Milliarden kosten, wo sollen die denn herkommen? Ja. Ich denke mal, so wird da gedacht. Man darf ja nicht vergessen, dass solche Konzerne und politischen Strukturen immer in Jahrzehnten denken, mindestens. Ja. Also wenn wir heute frei sind, das heißt gar nichts. Das heißt, man legt einen großen Köder aus und sorgt irgendwann dann mal für, der ist irgendwie seit ein paar Tagen nicht mehr erreichbar. Dann weiß keiner, was genau ist. Irgendwas, wahrscheinlich der Rechner, der Server abgeraucht. Ich habe nichts mehr gehört. Mhm. Ich finde es auch beunruhigend, dass Leute statt eigene Webseiten irgendwo aufzumachen, alle auf Facebook eine Seite aufmachen. Mhm. Bei Herrn Zuckerberg. Mhm. Aus meiner Sicht geht das eigentlich nicht. Ich habe das auch nicht. Ja? Mhm. Ich kann verstehen, dass andere aus publizistischen, wirtschaftlichen Zwängen heraus das nutzen müssen, meinen sie jedenfalls. Ja? Aber wenn sie nur das nutzen, wäre das ein Fehler? Natürlich, ja, ein Riesenfehler. Mhm. Ja. Wie lebt es sich, seit Sie frei arbeiten? Ist es unbequemer geworden oder sind Sie ängstlicher geworden, weil Sie nicht mehr so einen Puffer haben? Oder im Gegenteil, haben Sie festgestellt, man kommt mit wesentlich weniger Sicherheit aus, vielleicht auch kommt man mit weniger aus? Also der Witz ist der, ich habe schon immer als freier Journalist gearbeitet, aber ich hatte über Jahre verlässliche, immer dieselben Auftraggeber. Zu 60-70% kam mein Einkommen von immer denselben, über Jahre. Ja. Ja. Also sowas wie ein fester Freier, sagt man da eigentlich in der Branche. Und heute bin ich im Prinzip wieder auf dieser Ebene gelandet, weil ich jetzt meine Buchverlage habe, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Mhm. Ja. Zum Beispiel mit dem Knauer Verlag, muss ich mal lobend erwähnen, die schon das RAF-Phantom verlegt haben. Aber auch mit Kopp. Und mit dem Kopp-Verlag, Das heißt, Sie sehen, zeigen ja hier, dass die Dinge sich nicht ausschließen können. Es gibt ja Leute, die veröffentlichen nur bei Kopp oder man behauptet dann, sie würden nur bei Kopp veröffentlichen. Ich sage dann immer, ja, wenn die nur bei Kopp veröffentlichen, hat es vielleicht damit zu tun, dass Kopp die besseren Angebote gemacht haben, weil sie könnten, andere sollen das, Kopp verkauft ja gut, das muss man ja sagen. Der verkauft auch viel UFO-Bücher, das findet man in jedem großen Verlag, weil die sich einfach verkaufen. Ja. Dürfen sie ja machen. Richtig. Dürfen sie ja machen. Aber sie eben auch bei Knauer. Gibt es auch Verlage, die gesagt haben, mit ihnen wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten? Nee, das wird einem auch nicht unbedingt so gesagt, sondern da kriegt man halt ein Formschreiben zurück und weiß eigentlich nicht, was dahinter steckt. Mhm. Ob Ihnen das Thema nicht gefallen hat oder ob ich Ihnen nicht gefalle,
keine Ahnung. Ja. Mhm, mh. Es ist, wie gesagt, das kam vom WDR, die klare Botschaft, du wirst nicht mehr beschäftigt. Mhm. Haben Sie andere Kollegen kennengelernt, denen es ähnlich ging, also zum Beispiel Frieda Wagner? Den kenne ich nicht persönlich. Ja, ich kenne Sie zum Beispiel so locker. Ja. Ich weiß, dass Sie so eine ähnliche Laufbahn hatten, dass Sie abgestoßen wurden von dem öffentlich-rechtlichen System. Ne? Und ich kenne noch zwei, drei andere, also von denen ich gehört habe. Mhm. Ja. Ja, also ein Kollege beim WDR, mit dem ich auch enger zusammengearbeitet habe, der hat dann Jahre später so ein ähnliches Schicksal erlitten. Der kam dann einfach, kriegte kein Bein mehr da auf die Erde mit seinen Recherchen. Und er war ein sehr guter Mann, also sehr kritisch, sehr, sehr guter Rechercheur. Ja. Gab es auch die andere Reaktion, dass Leute gesagt haben, also ich habe sie jetzt erst kennengelernt durch den Trubel und habe mir jetzt ihre alten Sachen angeschaut und jetzt ihre neuen, und ihre neuen sind viel besser. Ich bin jetzt ein richtiger Fan von Ihnen, Herr Wisniewski. Also glücklicherweise gibt es tatsächlich viele Fans von mir, ja, aber noch nicht, kaum welche, die diesen Vergleich angestellt hätten, ja, zwischen meiner heutigen und der damaligen Arbeit. Aber es gibt viele, die eben damals schon dieses RAF-Phantom kannten. Das war bei mir erstmal nur so ein Ausreißer. Mhm. Ja. Und dann habe ich wieder 10 Jahre ganz normal gearbeitet. Und die sprechen mich häufiger an, dass sie das Buch, dem hätten sie wahnsinnig viel zu verdanken. Mhm. Weil es ihnen wirklich erstmal die Augen geöffnet hatte, in was für einem Staat wir hier eigentlich leben, wie der funktioniert. Wenn Sie sich eine Zeitung kaufen, rein professionell, um sie zu lesen, tun wir ja trotzdem noch. Wie lesen Sie die? Tja. Immer, das ist eine Behauptung von jemandem, dem ich weiß, dass er, wenn es sich anbietet, lügt. Ist es so? Also es ist so, man liest Zeitung oder Mann. Also ich lese Zeitung wie früher die Menschen in der DDR. Ne? Also das heißt zwischen den Zeilen. Mhm. Man nimmt nicht die Zeile 1:1 als Wahrheit. Oft, natürlich kann ich das nicht total verallgemeinern, aber man nimmt sehr stark nicht die Zeile als 1:1 Wahrheit oder Information. Und wohin soll mich das führen? Sondern, ja, was wollen die damit? Ja. Was wollen sie damit erreichen? Mhm. Was soll ich jetzt denken? Was soll ich jetzt tun? Soll ich zum Beispiel Russland hassen oder Libyen hassen? Ja. Glücklich sein, dass es hier so toll ist? Und warum formulieren die das so und nicht so und so weiter? Man versucht dann, man konnte auch DDR-Zeitungen ziemlich viel entnehmen, obwohl es gar nicht drin stand. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Ja. Mhm. Über Honecker oder was weiß ich. Ja. Wenn man in der Lage war, das richtig zu deuten, was da steht. Mir haben ehemalige DDR-Bürger gesagt, die jetzige Medienlandschaft, in der wir uns befinden, würden sie extrem stark an die aktuelle Kamera erinnern. Mhm. Ich kenne die aktuelle Kamera, habe ich so 2-3 Mal im Netz auch gesehen, fand ich kurios natürlich, aber würden Sie das auch unterschreiben? Ja, und man muss es leider immer mehr unterschreiben. Also auch die Tagesschau hat sich verändert in den letzten 10 Jahren oder die Heute-Sendung. Und was hier für plumpeste, dümmste Propaganda betrieben wird, das nimmt sich nichts mit DDR-Medien oder Schwarzem Kanal oder aktuelle Kamera. Wir sind da wirklich im Niveau absolut abgesackt. Mhm. Ja. Aber widerspricht das nicht der Medienvielfalt, die wir hier haben? Wir haben ja heute mehr Kanäle und die enden ja auch nicht. Wie gesagt, die Vielfalt ist wie die Vielfalt im Supermarktregal. Oft steht immer nur ein Konzern hinter den verschiedenen Kaffeemarken oder den Kakaomarken oder den Waschmittelmarken. Mhm. Ja. In den Staaten gab es in den 80er Jahren knapp 500 unabhängige Presseerzeugnisse, also mal alles zusammengenommen, also Fernsehen, Print und so weiter. Heute sind es noch letztendlich, gehören die 6, die ersten 4 Firmen sind Mineralölkonzerne im weitesten Sinne, und dann kommen noch 2 Rüstungsschmieden. Mhm. Ist das Ihrer Meinung nach, weil die ihre Fühle ja auch ausstrecken. Es gibt ja Konglomerate, ja. Man kann ja nicht, wenn man nach Italien geht, kauft sich die Gazette, ist das durchaus Springerpresse. Das weiß man gar nicht, ob die das nicht gekauft haben. Mhm. Und die gehören aber wieder zu dem und sind überall beteiligt. Ist das nicht auf kurze Sicht dann auch demokratiegefährdend? Ja, natürlich. Das ist die Abschaffung der Demokratie, weil es die Abschaffung des freien Denkens ist. Mhm. Und wie ich schon sagte, ohne geistige Freiheit kann es keine Demokratie geben und auch keine freien Wahlen geben. Aber da am Anfang jeder Handlung Bewusstsein steht, auch jeder Kaufhandlung und jeder Wahlhandlung, versuchen eben bestimmte Eliten und Konzerne und Kapitalien dieses Denken zu bestimmen und auch zu monopolisieren, natürlich. Mhm. Total zu monopolisieren. Mhm. Ihr Heft, Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen, ist relativ schmal. 2015 sehen wir hier auf dem Tisch. Wie dick wird das Buch 2020 sein? Wird es immer dicker werden oder wird es immer dünner werden? Es ist leider schon immer dicker geworden. Also ich habe mit 320 Seiten begonnen und jetzt sind es 368 Seiten, worunter ich sozusagen manchmal stöhnen muss. Ja. Ja. Aber es könnten gut und gerne doppelt so viele sein oder dreimal so viele, wenn ich die schreiben könnte.
Und die Frage, wie wird das in der Zukunft sein? Also ich finde zwar diese aktuelle Entwicklung ganz schön mit dieser neuen Medienvielfalt an unabhängigen Medien, aber über diese Zukunft haben sich ja auch die anderen schon Gedanken gemacht. Die Googles und Facebooks und die US-Regierung, die US-Geheimdienste zum Beispiel. Mhm. Und was sie aus dieser Sache, aus unserer jetzigen Gegenwart machen wollen, dann in 10, 20 Jahren. Mhm. Ja. Und daher ist es die Frage, wird das Buch, sollte es dicker werden oder wird es dünner werden und warum? Mhm. Ja. Welche Chance haben wir, um uns gegen die Besitzer der Medien zu wehren? Müssen wir zurückkehren zum Buch, zum Flugblatt? Ja, diese Trends gibt es ja auch schon. Also es gibt eine Flugblattzeitschrift namens Stimme und Gegenstimme. Ich weiß nicht, ob Sie die zufällig kennen. Die bekennen sich also zum gedruckten Projekt oder Produkt. Die haben eine Internetseite mit den PDFs, die kann jeder runterladen und ausdrucken und verteilen. Mhm. Und die schicken auch in einem Netzwerk immer mehr dieser ausgedruckten Exemplare herum, mit der Bitte, sie weiter zu verbreiten, weil sie natürlich sehr clever vorbauen für den Moment, dass möglicherweise Seiten gesperrt werden oder Teile des Internets gesperrt werden und ähnliche Dinge. Ja. Und deswegen würde ich die Printmedien nicht gleich mal abschreiben. Wenn Sie von Stimme gegen Stimme sprechen, ich kenne ein ähnliches Projekt von einem dänischen Journalisten, der inzwischen nach Berlin gezogen ist, Tommy Hansen, Free21.org, wo man eben auch PDFs hat. Mhm. Es ist gesetzt wie eine Zeitung, weil die Art, wie eine Zeitung gestaltet ist, ja auch einen Vertrauensbonus dahingehend hat, das kennt man und erkennt man das. Wenn Sie heute einem Menschen, der sich für Journalismus interessiert, ist ja an sich ein schöner Beruf, ja, wenn Sie dem einen Tipp geben würden, was wäre das für ein Tipp? Soll er überhaupt damit anfangen? Ich würde sagen, du musst dir ganz klar darüber sein, auf was du dich da einlässt. Mhm. Auf was denn? Ja, du musst im Moment mit einem totalitären System kämpfen und das totalitäre System wird dich bekämpfen und du wirst mehr Fußtritte kriegen als Hände schütteln, ja, sehr viel mehr Fußtritte und deine wirtschaftliche Zukunft wird ziemlich unsicher aussehen, weil es gar keine möglicherweise Grundlage mehr gibt für geistig freien Journalismus in Zukunft. Und ich würde es ihm nicht ausreden wollen, aber ich würde sagen, du musst dir das wirklich genau anschauen. Du musst dir ganz genau darüber im Klaren sein, wo das hinführen wird. Können Sie mir final drei Dinge nennen, die Sie persönlich für das Wichtigste halten, was ein Journalist als Handwerkszeug haben sollte, um das überhaupt durchzustehen? Also er muss erstmal natürlich neugierig sein und er muss für seinen Beruf brennen. Er muss versuchen, er muss an der Wahrheit interessiert sein. Mhm. Er muss daran interessiert sein, was ist wirklich passiert, auch wenn er sie nicht immer finden kann oder nur zu einem Teil. Ich will auch nicht behaupten, ich habe die Wahrheit gepachtet oder so oder finde sie immer zu 100%. Aber ich möchte, dass ich mich wenigstens auf die Spur der Wahrheit begeben kann und darf. Ja? Mhm. Und das würde ich auch ihm raten oder einem Menschen, der das machen möchte. Er braucht diese Eigenschaften, diesen Willen, sich auf die Spur der Wahrheit zu begeben. Mhm. Ja? Würden Sie heute nochmal diesen Beruf wählen? Das habe ich mich auch schon oft gefragt, weil ich habe da so viel böse Überraschungen erlebt, was dieser Beruf wirklich beinhaltet. Es wäre sehr viel bequemer gewesen, andere Berufe zu wählen. Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst da verleumdet und existenziell bedroht und in die Ecke gestellt und solche Dinge. Man versucht, dich mundtot zu machen. Wirst du das wirklich durchstehen? Ob ich das, wenn ich das als 18-Jähriger gewusst hätte, keine Ahnung, ob ich dann wirklich diesen Beruf ergriffen hätte. Gab es denn in Ihrem Leben, was diesen Beruf angeht oder auch außerhalb dieses Berufes, irgendjemand, wo Sie sagen, der hatte für Sie da Vorbildfunktion? Ja, als junger Mensch war ich natürlich an Figuren wie Günter Wallraff interessiert. Mhm. Ja, klar, das ist ein ganz großer Name gewesen. Und das hat aber stark abgenommen. Mhm. Also ohne, dass ich ihm jetzt konkret was vorwerfen könnte, aber man erkennt dann bestimmte Techniken wieder oder sowas. Ja, und man weiß, okay, der kocht auch nur mit Wasser wahrscheinlich oder offensichtlich, ja. Vielleicht gibt es auch ein paar Fragezeichen in der einen oder anderen Richtung, die man entdeckt hat. Und das hat er heute nicht mehr für mich. Aber es war zum Beispiel so ein Name. Mhm. Ja. Oder Egon Erwin Kisch, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, der berühmteste rasende Reporter. Ja. Ja. Ganz tolle Reportagen geschrieben.
aber leider zum Teil frei erfunden. Mhm. Ja. Also eigentlich ein Romanautor. Ja, zum Teil zumindest. Ja. Sind die neuen Helden für Sie Leute wie Julian Assange? Ich betrachte Helden mit äußerster Skepsis generell. Vor allen Dingen Helden, die mir von den globalen Mainstream-Medien serviert werden. Mhm. Niemand kann ohne deren Segen zum globalen Helden aufsteigen und zur globalen Medienfigur. Ja. Das leuchtet uns ja ein. Wir haben gerade über die Medienmonopole geredet. Mhm. Warum sollten die einen Julian Assange zum Helden küren oder einen Edward Snowden? Mhm. Das heißt, Ihrer Meinung nach haben die auch alle eine Funktion? Möglicherweise, ich beobachte das halt. Mhm. Ja. Ich stelle Fragen, denke mir, komisch. Ne? Warum haben sie das gemacht? Mhm. Warum haben sie ihn auf den Schild gehoben, jetzt als den großen Staatsfeind? Mhm. Ja? Für das Publikum, ist er das wirklich oder hat er eine Funktion? Mhm. Das muss man sich halt weiter anschauen. Mhm. Ist Ihr, wenn Sie sich anschauen, Sie haben eine Balance zwischen Gutgläubigkeit oder Vertrauen und Misstrauen. Wo ist da im Moment das Pendel? Also die Gutgläubigkeit habe ich mir weitgehend abtrainiert. Mhm. Die gab es mal. Ja, ja, die gab es mal. Wie ich schon sagte, als ich Journalist geworden bin und die ersten Jahre und vielleicht auch 20 Jahre, ja. Und von der bin ich komplett geheilt. Mhm. Also man sollte alles hinterfragen, bin ich der Meinung. Und selber denken, nicht vordenken lassen. Mhm. Das heißt, Sie werden misstrauischer nach hinten raus? Natürlich, unbedingt, das braucht man auch. Mhm. Wenn man hier nicht misstrauisch ist gegenüber der Regierung, aber auch gegenüber bestimmten Wirtschaftszweigen, sogar was sehr lebenswichtig ist gegenüber dem eigenen Arzt, dann wird man nicht weit kommen. Mhm. Gibt es irgendetwas, was Sie nicht hinterfragen, wo Sie sagen, das ist eine Antwort, die steht? Tja, da haben Sie mich kalt erwischt. So, es gibt sicher, aber ich bin jetzt gerade auf dieser journalistischen Ebene und da würde ich sagen, da gibt es wenig. Aber es könnte sein, dass Sie sagen, ja, ich glaube an Gott. Also am liebsten wie einer guten Hausfrau ist mir der selbstgebackene Kuchen. Ja? Da weiß ich, was drin ist. Da weiß ich, da habe ich alles mir angeguckt, alle Zutaten. Und der Kuchen, den ich jetzt kaufe, der ist mir schon etwas suspekt. Zum Beispiel der Kuchen, den ich vom Spiegel serviert bekomme oder so. Vom Spiegel natürlich speziell, aber überhaupt jedes gekaufte, vorgefertigte Produkt ist mir eigentlich suspekt. Mhm. Ich bin auch jemand, der jede Zutatenliste liest im Supermarkt, ja, was da drin ist und so weiter. Und ich bin halt froh, dass ich einige Themen oder viele Themen tatsächlich mir selber in Anführungszeichen backen kann. Dann weiß ich, was drin ist und wie diese Wahrheit zustande gekommen ist. Mhm. Ja. Würden Sie behaupten, dass Sie doch paranoide Züge haben und dass es vielleicht Leute gibt in Ihrem näheren Umfeld, mit denen Sie, die sagen, mit denen kannst du dich, lass dich mit dem auf keine Art von Diskussion ein, du kannst über das Wetter reden, das Bier und Bayern München, weil sonst ist der Abend vermasselt? Gibt's das? Also wenn ich paranoid wäre, wäre ich schon längst in der Klinik. Mhm. Weil jemand, der anfällig ist, zum Beispiel für Paranoia im klinischen Sinne oder im pathologischen Sinne, der könnte nie so viele Zweifel ertragen. Der würde seelisch ins Bodenlose fallen. Ja? Und daher weiß ich, ich bin absolut sozusagen Paranoia-proof. Also ich werde deswegen nicht paranoid werden. Mhm. Ja? Und klar, es ist ein beliebter Vorwurf von Gegnern und so weiter, einen in die psychiatrische Ecke zu stellen. Mhm. Das kennen wir aus dem Stalinismus, auch aus dem Dritten Reich, dass man psychiatrisiert wird, wenn man nicht richtig funktioniert im Sinne des Systems. Da entlarvt sich auch das System selber und auch die Kritiker entlarven sich eigentlich selber. Da haben wir ja in dieser Stadt einen Mann wohnt, der in die Fänge oder ins Fadenkreuz geraten ist als ehemaliger Sanierer von Sportwagen, weil er einfach seiner Frau gesagt hat, hör zu, du bist da in einem Bankgeschäft und geht gar nicht. Genau, Gustl Mollert, da haben wir dieses psychiatrische System erstmals bei der Arbeit gesehen, so richtig. Mhm. Viele haben es am eigenen Leib erlebt, ohne dass sie damit durchdringen konnten überhaupt. Mhm. Der hat das Gott sei Dank geschafft, ja, und da konnte man den Stalinismus arbeiten sehen. Über viele Jahre in Deutschland. Mhm. Eine wirklich letzte Frage an Sie. Wir haben über viele Dinge geredet, die damit zu tun haben, dass Sie die Wahrheit recherchieren können. Es gibt ja Dinge, die man nicht recherchieren kann, an die man glauben kann oder glauben muss. Gibt es irgendetwas als Alternative zu dem, wo Sie sagen, das ist recherchierbar und da kann ich sagen, so ist das, das ist Wissen, wo Sie sagen, das muss ich gar nicht wissen, das glaube ich und daran möchte ich auch glauben, weil Glauben ist eben nicht recherchierbar.
Also ich meine, es gibt da wenig, weil ich mir eigentlich über alles, was mich betrifft, erstmal Gedanken mache. Ja? Mhm. Vielleicht nicht so viel wie dann über ein Thema, das ich bearbeite, mhm. aber ich will schon wissen. Das heißt, Sie glauben an nichts? Erstmal nicht nur, weil es da ist, nein, null. Mhm. Also nur, weil es da ist und schon immer so war und mhm. schon immer geglaubt wurde und schon immer so behauptet wurde, das ist mir schon mal gleich suspekt von Haus aus, mhm. weil ich das dann... Weil ich dann den Verdacht habe, wahrscheinlich wurde das schon lange nicht mehr überprüft, ob mhm. das wirklich so ist. Aber es könnte irgendein Bereich in Ihrem Leben geben, irgendetwas, ein Hobby, irgendetwas, wo Sie sagen, das wird von mir nicht recherchiert, damit ich dran glauben kann. Gibt es so etwas? Ja, wie gesagt, das ist schwierig, weil ich mache mir über alles Gedanken. Und ich akzeptiere dann vieles natürlich nach ein paar Überlegungen, okay, das passt und so, mhm. ja. Aber ich will schon vieles eben selbst erfahren oder selber herausfinden können, ja, mhm. ob das so ist oder aber auch nicht so ist. Also Sie sind jemand, der auch eigentlich permanent hinterfragt? Ja, würde ich sagen, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast war der Autor dieses Buches, Verheimlicht, Vertuscht und Vergessen, unter anderem dieses Buches. Er schreibt viele Bücher, nämlich Gerd Wisniewski. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. KenFM.de